Also herzlich willkommen. Wir haben heute das Thema arabische Gelehrte, das wird Michael und ich werden das zusammen abhalten. Ich mache den ersten Teil über die Blütezeit vom Islam und er geht nachher auf einen philosophischen Diskurs ein. Und am Schluss haben wir den Blerin Bunyaku, der netterweise als Gast zu uns gekommen ist. Er ist Muslim und er wird dann versuchen, noch vielleicht seine Sichtweise einzubringen. Respektive, du darfst uns natürlich jederzeit unterbrechen, wenn wir etwas Falsches sagen oder wenn man etwas präzisieren kann. So, dann fange ich mal an. Also, als ich mich mit dem Thema anfangen beschäftigen, ich glaube, wir beide haben uns da zuerst ein bisschen einlesen, oder? Das ist etwas, was man bei uns im Geschichtsunterricht zum Beispiel eben nicht hat. Habe ich gleich mal festgestellt, auf der Wikipedia gibt es so eine sehr gute Übersichtsseite, dass das extrem komplex ist und dass da eigentlich wahnsinnig viel gelaufen ist. Ich habe dann da mal aus diesen Angaben, die ich gefunden habe, so eine Zusammenstellung gemacht. Da auf der Seite sind die verschiedenen wissenschaftlichen Gebiete wie Mathematik, Medizin, Astronomie, Chemie, Geografie, Philosophie, Musik und Literatur. Dann zwischendurch sind die Gelehrten, die dann dort irgendwie eine gewisse Bekanntschaft hatten. Und am Ende sind ihre Lebensdaten, von, wenn sie gestorben sind, wenn sie geboren sind. Den einen habe ich auch das eine gefunden, aber so, damit man sich ein bisschen verorten kann. Das ist das eine. Das gebe ich nachher nur, dann könnt ihr haben. Es ist nachher auf unserer Homepage alles. Das ist als skalierbare Grafik. Man kann das nachher beliebig vergrössern. So wie das da ist, müsste man zum Lesen fast einen Lesestein haben. Und wem verdanken wir den Lesestein? Wer weiß es? Genau, die Araber haben die erfunden. Gut, wunderbar. Dann gebe ich das um. Kannst du das vielleicht auf beiden Seiten mal umgeben? Ich werde auf einzelne Personen hier eingehen. Er wird auf zwei, glaube ich, eingehen. Ja. Wir werden nicht über alles eingehen, wenn es euch interessiert. Es hat Links auf der Homepage, wo man kann weiterlesen kann. Es sind wirklich faszinierende Themen. Und da sieht man auch den Zeitrahmen, oder? Irgendwie vom Jahr, das fängt da im Jahr 760, sehe ich das richtig? 780 und endet, das ist das Geburtstag vom ersten, bei 1492, beim Todesdatum vom letzten auf dieser Liste. Also bis heute sind uns geblieben arabische Bezeichnungen wie Algebra, Alchemie, Alkohol oder Alkalien. Wie hat das können kommen und vor allem auch, wie hat das wieder können untergehen? Die Wikipedia definiert als Blütezeit des Islams, Islam, auch goldenes Zeitalter des Islam genannt, wird in der populärwissenschaftlichen Literatur die unter den Abbasiden 750 bis 1258 entwickelte Zivilisation in den islamisch beherrschten Gebieten bezeichnet. Die Abbasiden, das war eine Kalifendynastie, die dann die Upayyaden abgelöst hat. Das war eigentlich damals eine konservative Revolution, so nebenbei bemerkt. Die anderen sind dann zweitlich geworden. Die erste Frage, die sich da stellt, ist die nach der richtigen Bezeichnung. Und zwar die sogenannte Blütezeit vom Islam. Das ist in Wahrheit ein Schmelztiegel aus verschiedenen Kulturen und Religionen, die sich gegenseitig befruchtet haben. Weder sind es nur Araber gewesen, sondern auch Perser, Maurer, und andere. Und das sind nicht alle islamisch gewesen, sondern auch Christen und Juden. Das Christentum, das Judentum und auch der Zoroastrismus, also der aus dem Iran, hat in dieser Kultur eine wesentliche Bedeutung gehabt. Gemeinsam ist dann Kulturraum die arabische Schriftsprache gewesen, von den Gelehrten. Also so eigentlich wie das Latein in Europa. Aber man sagt eigentlich auch nicht, man redet ja nicht von den Latinern. Oder irgendwie vom latinischen Kulturraum. Sondern, aber man kann natürlich bei uns von Europa reden. Und in dem Fall kann man das bei den Arabern nicht so klar auf ein Gebiet spezifizieren. Ich komme gerade nochmal darauf zurück mit einer Karte. Darum, wenn ich jetzt von Arabern oder einem arabischen Kulturraum rede, dann meine ich
die ganze Vielfalt und will da nicht ausschliessen. Ich will das einfach ein bisschen sehr vereinfachen. Am Anfang der Blütezeit des Islam ist die islamische Expansion ab ca. 630. Der Anfang hat die Verlegung markiert von der Hauptstadt des Kalifats von Seleuka-Ktesiphon auf Bagdad, 762. Damals unter dem Namen Medinat as-Salam, Stadt des Friedens. Während 5 Jahrhunderten war Bagdad die wohlhabendste Stadt der Welt. Zentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung. Die zweitgrößte Stadt nach Konstantinopel. Bagdad, sein Höhepunkt war in der Zeit des 4. Kalif Harun al-Rashid, 786 bis 809. Er hat auch das sogenannte Haus der Weisheit gegründet, das Bayt al-Hikmah. Der Araber ist aber auch bekannt wegen seiner Brutalität und seinem liederlichen Lebenswandel. Im Westen kennt man ihn mehr als den Merlin-Prinz aus 1001 Nacht. Weitere bedeutende Zentren waren das persische Chorasan, Al-Andalus, also das heutige Andalusien, und das Kalifat von Cordoba, sowie die iberische Halbinsel. Der Einflussbereich ist von Indien bis Spanien hat es den ganzen südlichen Mittelmeerraum umfasst, in seiner maximalen Ausdehnung. Ich kann euch das auch umgeben, ihr findet das nachher auch auf der Homepage. Die arabische Blüte ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern vielmehr haben die Kalifen die blühende Kulturen übernommen. Zum Beispiel das zoroastrische Persien und haben sie in ihr Reich integriert. Dabei haben sie die lokalen Gepflogenheiten und Strukturen respektiert. Viele Erkenntnisse von der hellenistischen Klassik, also vom alten Griechenland, haben so ihren Weg auf Europa gefunden, über das Kalifat. Dabei haben die arabischen Wissenschaftler weniger theoretisch, als vielmehr sind sie praktisch orientiert gewesen. Neue Erkenntnisse haben sie mit Hilfe von Experimenten und Beobachtungen gefunden. Ganze Disziplinen sind so begründet worden. Wichtig für ihren Fortschritt war außerdem, dass um 750 über die Seidenstraße und Samarkand aus China das Papier als Erfindung eingeführt worden ist. Und wahrscheinlich in Verbindung mit dem auch die gebundene arabische Handschrift, die sich relativ einfach schreiben lässt. Also man vergleiche zum Beispiel mit gewissen Hieroglyphen, die zu dieser Zeit auch geschrieben worden sind, ist das wahrscheinlich schneller gegangen zum Bücher kopieren. Und sie haben zum Teil wirklich riesige Bibliotheken angelegt. Dann hat das sicher eine Rolle gespielt. Sehr gross sind auch ihre Fortschritte in der Medizin. Es gibt ein Hadith, das sagt, Allah hat keine Krankheit herabkommen lassen, ohne dass er für sie zugleich ein Heilmittel herabkommen ließ. Um 1156 ist Al-Nuri Hospital in Damaskus das grösste und fortschrittliche Spital weit und breit gewesen. Mehr als 8000 Betten sind für die stationäre Pflege zur Verfügung gestanden. Man stellt sich das einmal vor, oder? Das ist auch für heutige Maßstäbe noch recht gross. Und das ist 1156, wo wir bei uns, nicht mehr gerade in der Höhle gelebt haben, aber noch mit Hellebarden aufeinander eingetroschen haben. Die medizinische Versorgung war kostenlos. Dort hat auch der Perser Abu Bakr Muhammad ibn Zachariah al-Razi geschafft. Latinisiert Razis. Also, ihr entschuldigt bitte, wenn meine arabische Aussprache nicht überall perfekt ist. Ich gebe mir Mühe, um es möglichst ähnlich zu reproduzieren. Er hat zum Beispiel, das ist auch sehr interessant, die sterilisierende Wirkung von Alkohol erkannt. Alkohol, das ist arabisch für das Ganze. Zum Standort von einem neuen Spital in Bagdad, herauszufinden, wo der geeignete Standort ist, hat er einfach 3 Fleischstücke auf verschiedenen Plätzen aufgehängt. Und dort, wo nach einem Weile das Fleisch am wenigsten verfaulen war, dort hat er sein Spital angebaut. Also ihr seht, die sind wirklich praktisch orientiert und sie haben eigentlich so wissenschaftliche Methoden integriert, geforscht. Er war ein Pionier von der Geburtshilfe und von der Augenheilkunde.
Seine 23-bändige Enzyklopädie, die medizinische, ist vor dem 19. Jahrhundert eine der umfassendsten medizinischen Abhandlungen gewesen, was dort damals veröffentlicht worden ist. Wer am Noah Gordon seinen Bestseller «Der Medikus» gelesen hat oder den Film geschaut, der kennt sicher den Abu Ali Hussein ibn Abdallah ibn Sina, latinisiert Avicenna. Er hat das Al-Kanun fil Tib, also den Kanon von der Medizin, hat er geschrieben, der auch im Westen während 600 Jahren das meistgenutzte Standardwerk war. Die Algebra hat der persische Mathematiker Abu Ja'far Muhammad ibn Musa ibn Khawarizmi, latinisiert Al-Khawarizmi, erfunden, entwickelt. Er hat auch die Algorithmenlehre entwickelt. Und, wichtig für uns auch, bis dahin hat man ja zu Europa die römischen Ziffern genutzt, die wahnsinnig sperrig sind zum Rechnen. Wenn man Wissenschaft betreiben will, braucht man ein gutes Zahlensystem. Er hat die indischen Zahlen ausgeführt, Dezimalzahlen, die man heute eigentlich auch noch kennt, inklusive Ziffer 0, die man vorher nicht gekannt hat, was sehr wichtig ist, wenn man Mathe betreiben will. Und hat damit eigentlich ein modernes Zahlensystem eingeführt. Dann der Abu Abd Allah Muhammad ibn Abdallah ibn Idris al-Idrisi. Ist ja zum Glück relativ einfach, wie es einzelne Namen. Also, vielleicht so eine Zwischenbemerkung, oder? Ibn oder Bin ist eigentlich das Gleiche und ist Sohn von. Also, wenn das der Abu Abdallah heisst Diener Gottes, Abu Abdallah Muhammad ibn Muhammad, also der Sohn von Muhammad, ibn Abd Allah ibn al-Idrisi, oder dann ist das einfach der Sohn von und so weiter. Es gibt übrigens ein ähnliches System in Nordeuropa mit dem XY Ericsson und so weiter. Und Erika dotiert oder was weiß ich. Gut, er hat als Geograf für den König von Sizilien gearbeitet. Und hat 2 Jahrhunderte vor Marco Polo hat er gezeigt, dass die Erde rund ist und hat Karten geschafft, die auch von Kolumbus noch gebraucht worden sind. Von grösster Bedeutung vom universalgelehrten Perser Abu al-Ali al-Hassan ibn al-Haytham, latinisiert al-Hatzen oder al-Hatzen mit Z oder mit C geschrieben, sind seine optischen Experimente gewesen. Er hat die antike griechische Ansicht widerlegt, die Augen gegen unsichtbare Sehstrahlen ausschicken, indem er den Aufbau des Auges analysiert hat und die Bedeutung der Linsen erkannt hat, also die Lichtbrechung der Linse. Er hat dann die Theorie der Lichtbrechung erweitert und von Lichtbrechung und Reflexion erweitert und hat mit dieser Erkenntnis zum Beispiel auch die Lasersteine erfunden aus Glas. Er ist damit eigentlich der Erfinder der Lupe. Und seine Schriften, darunter sein berühmtes Werk Kitab al-Mansir, Buch von der Optik, sollen am Roger Bacon im 13. Jahrhundert ihn zur Erfindung der Brille inspiriert haben. 1000 Jahre vor den Gebrüdern Wright und 7 Jahrhunderte von Da Vinci hat der Berber Abbas ibn Firnas 842 den ersten Flugapparat gebaut. Mit dem hat er sich dann auch todesmutig von der grossen Moschee zu Cordoba gestürzt. Und überlebt. Er hat sich zwar, ich weiß nicht, ob es bei dem war oder bei einem anderen, bei einem von seinen Flugversuchen beide Beine gebrochen. Eins davon auf einem Bruch. Ich habe nicht mehr Informationen dazu gefunden, aber es ist zu hoffen, dass aufgrund von der ausgeklügelten Medizin und auch gerade Beinbrüche haben sie relativ gut können behandeln, dass er wahrscheinlich dann wieder geheilt worden ist. Auf jeden Fall hat er seine Flugversuche noch ein paar Jahrzehnte überlebt, wenn man seine Lebensdaten anschaut. Er hat dann 20 Jahre nachdem, er hat dann immer weiter geforscht an seinem Flugapparat, und 20 Jahre nachdem hat er dann einmal einen wesentlich erfolgreicheren Flugversuch gestartet. Es gibt ein Gedicht, das überliefert ist, wo beschreibt, dass er von einem Ort gestartet ist, dann mehrere hundert Meter geflogen und wieder zurückkehrt und wieder am gleichen Ort landet. Und daneben, neben seiner Erfindertätigkeit, war er ein Dichter, Mathematiker, Astronom und Physiker. Also das sind eigentlich alles auch so Universalgelehrte gewesen, wie man sie bei Joseph früher auch gekannt hat. Also früher ist dann ein Stück später,
aus der Perspektive, die wir heute haben. Einer Randnotiz ist der Kaffee, wo ein Hirtenbub namens Khalid im 8. Jahrhundert entdeckt hat. Und zwar hat er gemerkt, dass seine Tiere plötzlich erstaunlich fit sind, nachdem dass sie rote Beeren gegessen haben. Sufis Zieme haben dann einen Sud gemacht, das heisst Al-Kahwa, und aus den roten Beeren, und dann haben sie getrunken, wenn sie konzentriert sind, weil sie bis tief in die Nacht haben müssen beten. Nach einer solchen Blüte ist es eigentlich erstaunlich, dass heute, dass das praktisch auf nichts hat können zusammenbrechen. Ich meine, heutzutage bildet sich der arabische Reichtum nicht mehr auf Wissenschaft und Technik, sondern eigentlich mehr auf dem zufälligen Finden von Öl. Und arabische Gesellschaften gehören zum Teil zu den rückständigsten von der Welt. Also wenn wir den Iran anschauen, das ehemals stolze Persien, Afghanistan, Saudi-Arabien. Iran. Er würde mir natürlich widersprechen. Gut, ja. Genau. Gesellschaftlich würde ich sagen, ist das schon auch rückständig, wie sie sich organisieren. Wissenschaftlich hat Europa seinen alten Lehrmeister in der Zwischenzeit überholt und überflügelt. Zu den Ursachen habe ich sehr wenig wirklich Greifbares gefunden. Es scheint verschiedene Faktoren gegeben zu haben. Eine wesentliche Ursache ist wahrscheinlich der Einmarsch der Mongolen zu Bagdad unter dem Genghis Khan. Und zwar hat sein Heer eine dermassen verheerende Verwüstungen angerichtet. Es ist überliefert, Tigris soll sich schwarz gefärbt haben aufgrund der Tinte der Bücher, die sie ins Wasser gerührt haben. Ich meine, mal von dem, was sie mit den Leuten gemacht haben, jetzt mal ganz abgesehen, ist das schon wahrscheinlich eine echte Katastrophe gewesen zur damaligen Zeit. Ein anderer Grund ist wahrscheinlich, von dem hören wir später noch etwas, der latente Streit zwischen dem freien Denken und dem Koran. So ist es im arabischen Raum eigentlich nie zu einer Reformation oder einer Aufklärung gekommen, wie wir das zu Europa hatten. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Wurzeln der eigenen Religion, da kannst du mich dann vielleicht korrigieren, wenn ich das falsch sage, fehlt meines Wissens im Islam fast vollständig. Tendenzen zu einer konservativen und strengeren Religionsauslegung haben dann bis heute eigentlich immer wieder zu massiven Rückschlägen geführt. So, das wäre jetzt mein Einleitung war. Jetzt übergebe ich meinem Kollegen. Gut, eine Frage noch. Das Thema Individualität, steht das noch im Programm drin? Bring du deinen Teil und dann kommen wir in die Diskussion drauf. Okay. Also, Marc hat schon etliches erzählt. Ich stelle jetzt zwei Philosophen aus dem Mittelalter vor, an denen so der Konflikt zwischen menschlichem Denken, freiem Denken und der Religion, dieser Reibungspunkt zum beispielhaft gesehen werden kann. Und zwar, ich schreibe mal eine Seite. Der erste ist Al-Ghazali, er ist gestorben 1111. Er gilt als der herausragendste religiöse Gelehrte seiner Zeit, ja, vielleicht sogar des Islam generell. Und seine Bereiche waren Theologie, Recht, Sufismus, Mahnrede, Polemik. Und Ghazali hat im Rahmen dessen, dass in Bagdad sehr viel übersetzt wurde, auch die Philosophie von Aristoteles gefunden. Und Aristoteles hat sich ja der Logik sehr gewidmet. Also mit der Prämisse, mit dem logischen Schluss, der Konklusion. Was ist ein logischer Beweis? Und der ist unwiderlegbar. Und das hat Ghazali sehr beeindruckt, die Logik des Aristoteles. Und das wollte er unbedingt auch im Koran finden. Denn der Koran gilt als vollkommen. Er ist in ihrer Sicht ist er von Gott gesandt, geschrieben. Und die Vollkommenheit, die er im Koran aufgrund seines Glaubens manifestiert, die sieht er auch bei Aristoteles eben bei der Logik, also ist es wie eine mathematische Gleichung, die geht auf, es gibt keinen Widerspruch in einer Schlussfolgerung, und das wollte Ghazali unbedingt in die Theologie integrieren, diese Klarheit von Aristoteles, und hat deswegen das Aristoteles-Studium durchgesetzt in der Philosophie der Muslime. Die Stärke der aristotelischen Logik ist überzeugend, ja in ihrer Weise vollkommen.
sowie auch eine mathematische Gleichung. Ghazali geht davon aus, dass Koran und Rechtsprechung genau die gleiche Argumentationskraft der Beweisführung besitzen, und das will er herausarbeiten. Der logische Beweis lässt nur einen Schluss zu, im Gegensatz zum dialektischen Beweis oder gar einer Interpretation. Ghazali geht auch davon aus, dass der von Gott offenbarte Koran diese Fähigkeit logischer Schlüsse beinhaltet. Der Koran ist vollkommen, also muss diese Vollkommenheit sich in Form von Beweisführung finden lassen. Und sonst sieht Ghazali in der Philosophie kaum brauchenswerte Inhalte. Er meint, bei Fragen zu Politik, zu Ethik, könnte man ebenso gut auf die Propheten lesen, in Weisheitssprüchen suchen oder die Abhandlungen der Sufis studieren. Ganz problematisch sieht Ghazali das Verhältnis zwischen Philosophie und Metaphysik. Also Metaphysik sind all die Dinge, die wir vermuten, eben Gott ist zum Beispiel eine metaphysische Annahme, dass irgendetwas diese Welt geschaffen hat. Also Dinge, die wir nicht sehen. Und natürlich ist jemand, der gläubig ist, hat zur Metaphysik ein sehr enges Verhältnis, weil er ausgeht, dass es Gott geben muss. Und deswegen sind ihm die Philosophen, die nicht von der Offenbarung, also nicht vom Koran ausgehen, suspekt. Und Ghazali hat dann ein Schriftstück geschrieben, das nennt sich Die Inkohärenz der Philosophen. Und diese Schrift ist eine Art Sammlung heretischer Annahmen der Philosophie. Also die Möglichkeit, dass die Welt von sich entstanden ist, ohne geschaffen worden zu sein, oder dass es immer schon Materie gab, aus der sich die Erde selbst geformt hat. Das sind alles Annahmen, die Ghazali vehement zurückweist, weil er gläubig ist. Wenn Gott nichts schaffen tut, dann ist er nicht wichtig. Das ist bedrohlich für den Koran. Oder auch für die Bibel. Genau. Ein Beispiel zum logischen Schluss vom Aristoteles, was ihn so beeindruckt hat, ist, man nennt das erste Prämisse, zweite Prämisse und dann kommt die Konklusion, die Zusammenführung. Also die erste Prämisse ist zum Beispiel, alle Menschen sind sterblich, das wissen wir. Die zweite Prämisse, Sokrates ist ein Mensch, und dann ist die Konklusion, also ist Sokrates sterblich. Das ist reine Logik. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für die aristotelische Logik. Das war ja so der konservative Teil, also der theologische Philosoph Ghazali. Und jetzt kommt Ibn Rushd oder Averroes, lateinisiert. Er ist gestorben 1198 und er stammte aus Cordoba in Spanien und studierte am Almohadenhof in Marrakesch. Er war ausgebildeter Arzt und Jurist und er wurde auch bekannt durch seine intensive Beschäftigung und Kommentierung des Aristoteles. Er hat dann ein Antwortschreiben auf die Vorwürfe Ghazalis mit einem eigenen Werk namens Die Inkohärenz der Inkohärenz geschrieben. Und Averroes sieht im Gegensatz zu Ghazali gerade im Studium der Philosophie die Voraussetzung dafür, den passiven Intellekt in einen aktiven zu verwandeln. Das sind so zwei Begriffe auch von Aristoteles. Der passive Intellekt ist etwas, was jeder Mensch hat. Und es braucht einen Außenanstoßen, eine Erkenntnis, damit es wach wird. Und dafür steht Averroes, sagt er, dass die Philosophie da wichtige Beiträge leistet und nicht die Religion. Er setzt sich ein für eine klare Trennung zwischen Philosophie und Theologie. Er macht auch den berühmten Arzt Ibn Sina, den du genannt hast, in dem Film dafür verantwortlich, dass es eine unheilvolle Verstrickung zwischen wirklichen Erkenntnissen und metaphysischen Spekulationen gibt. Und genau. Und er zeigt auf, dass eine Sure im Koran verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Also ich kann in der Sure oder in der Bibel einen Text lesen, einen Satz, und der lässt ganz verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zu. Und Ibn Rushd hat das herausgearbeitet. Für Ghazali gab es nur einen Schluss, den er gezogen hat. Und für Ibn Rushd gibt es da mehrere Interpretationen. Er argumentiert also nicht nur mit Philosophie, sondern verwendet den Koran zur Demonstration selbst. Averroes zeigt die Probleme dogmatischen Denkens auf.
Der Anspruch ist, Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen, so ist, heißt das Dogma. Gott war immer schon und besteht ohne Bedingung. Auch hier verweist Averroes neben philosophischen Argumenten auf den Koran, denn dort steht, dass anfangs die Welt wüst und leer war, aber Gottes Geist über dem Wasser schwebte. Und aus diesem Text könnte man nicht schließen, dass es vorher nichts gegeben hat. Wasser war ja schon da. Also viele Interpretationen sind möglich. Und was Averroes ganz wichtig ist, deshalb kann niemand begründete Gegeninterpretationen, jetzt aus der Bibel oder aus dem Koran, als Häresie abtun. Der Koran lässt mehrere dialektische Schlüsse zu. Er ist keine mathematische Gleichung, mit der eindeutig argumentiert werden kann. Averroes verweist die Theologie in ihre Grenzen und setzt sich in seiner Philosophie auch sehr für die Gleichberechtigung der Frauen ein. Das ist so ein Beispiel von dem Gegensatz von Theologie und, ja, und selbstständigem Denken. Das ist jetzt im Mittelalter gewesen. Ich habe jetzt noch eine kleine Zusammenfassung gemacht über die Philosophie von heute. Also der enorme Wissensschub, das hast du schon gesagt, der ersten muslimischen Jahrhunderte wurde nach und nach leiser. Wirtschaftliche oder politische Ereignisse beeinflussten die muslimische Philosophie, so zum Beispiel die zunehmende Bedeutungslosigkeit arabischer Handelswege und Handelskunst durch die europäische Entdeckung der Seewege. Dann die Mongoleneinfälle, die hast du genannt, und damit die Vernichtung intellektuellen Lebens. Und dann später die rasante Entwicklung des Westens, die Kolonisation und die daraus entstandenen Identifikationsprobleme. Folgende Themenkreise stehen beispielhaft für die heutigen sozialen und politischen Herausforderungen in den muslimischen Ländern. Themenkreis Aufklärung. Soll die muslimische Welt den Westen darin kopieren oder eine eigenständige Form von Aufklärung finden? Wenn ja, wie sieht diese aus? Themenkreis Religion. Reicht eine Reform? Muss Trennung von Staat und Religion vollzogen werden? Oder soll die Religion viel mehr als bisher der Staatslenkung dienen? Themenkreis Wirtschaft. In welchem Bereich muss sich die muslimische Welt entwickeln? Was kann sie erreichen? Welche Chancen hat sie dadurch? Themenkreis pan-islamische Idee, das war in den 60ern unter Nasser. Da gab es die Idee, anzuknüpfen an das große Mittelalterreich, eine große arabische Union zu schaffen, mit dem Verbund aller arabischen Länder, aber durch den Sechstagekrieg hat sich das als Blase erwiesen. Braucht es derart große Identifikationsbewegungen für einen Neubeginn oder stehen andere Impulse zur Verfügung? Themenkreis Kolonisation. Bleiben Muslime in den Erfahrungen von Kränkung und Trauma hängen? Können sie die Erfahrungen anders nutzen, zum Beispiel ein differenziertes Verhältnis zu den eigenen Eroberungen? Das sind einige Themenbereiche, über die seit mehreren Jahrzehnten nachgedacht wird. Unterschiedlichste Philosophen haben hierzu Beiträge geleistet oder Lösungen gesucht. Konservative, aufklärerische, nationalistische, religiöse, freidenkende und revolutionäre. Ich habe jetzt hier die Blätter, die kann ich gleich verteilen. Ich habe noch eine Liste gemacht von muslimischen Philosophen. Da gibt es zum Beispiel den Sadiq al-Assam, der ist 1934 geboren und der hat 2015 in der NZZ ein sehr gutes Interview gegeben. Also man kann hier nachlesen, ich gebe die Blätter nachher durch. Ich habe ein paar Leute aufgeschrieben, in welche Ecke die gehören, so grob. Und auch die anderen, zum Beispiel auch die Muslimbrüderschaften, sind auch so ein Antwortversuch der Muslime innerhalb des Islam, eine Antwort zu finden auf die Modernisierungsfragen. Und viele oder einige wollen zum Beispiel nur innermuslimisch Fortschritte machen, also mit Themen aus dem Koran, aus dem Glauben, aus dem Sufismus. Andere Philosophen ziehen Erkenntnisse aus dem Westen noch dazu, Psychologie, Dekonstruktion und andere Sachen. Und da gibt es eine recht große Vielfalt an philosophischen Autoren. Ist mehr, als ich dachte. Die habe ich vor allen Dingen in dem einen Buch hier gefunden, Vernunft und Kanon in der zeitgenössischen arabischen Philosophie. Das ist eine Arbeit zu den Werken von Muhammad al-Jabiri, der ist 2010 gestorben.
Und der hat eben dieses Buch geschrieben, Kritik der arabischen Vernunft. Und der hat so eine Art Analyse gemacht, was heute in der Philosophie der Muslime so vorkommt, an Motivationen, an Ängsten, an Grenzen, an Möglichkeiten. Ja, und daraus hat jemand eine Arbeit gemacht und das war dann hier drin. Also Al-Jabiri geht zum Beispiel davon aus, ihm ist aufgefallen, je westlicher, also Nordafrika, Spanien oder Nahe Osten, je mehr Leute oder je mehr Philosophen aus der Ecke kommen, desto eher fortschrittlich oder individuell sind sie. Und je mehr Philosophen aus dem Bereich von Iran, also im Osten kommen, desto mehr spielt die Metaphysik und der Glaube eine Rolle. Das will er ausgemacht haben, sind dafür Beispiele. Und er zeigt das so, er ist auch ein Verfechter eben für eine Revitalisierung von Averroes, also eben der Religion Grenzen setzt. Ja, das wäre mein Teil. Darf ich schnell eine Frage anfügen? Eben, du hast jetzt verschiedene Philosophen angeführt, die offensichtlich auch aufklärerische Gedanken gehabt haben. Konnten sie das so ungehindert tun, also in islamischen Ländern, oder mussten die wirklich erst in den Westen fliehen und von dort aus diese Überlegungen machen? Fast alle leben in Europa oder in den USA. Sadiq al-Assad zum Beispiel eben, der hat der Religion schwere Vorwürfe gemacht. Er hat zum Beispiel nach dem Sechstagekrieg ein Buch geschrieben, eine Reflexion, und hat eben auch Muslimen den Vorwurf gemacht, also seinen eigenen Leuten, dass sie sich zu sehr ausruhen auf der Vergangenheit und wenig Innovation haben, wie halt der Westen dann auch. Im Sinne von, ihr müsst Ideen entwickeln, um in der Welt mitzuspielen, das habt ihr verpennt. Und er hat es, das war heftig, das war eine Watsche ins Gesicht, und er kam dann auch in Libanon ins Gefängnis. Er ist Syrer eigentlich. Und so ging es eigentlich sehr, sehr vielen. Aber es gibt etliche, die geschrieben haben. Auch andere, die zum Beispiel nationalistische oder sehr stark religiös motivierte Reformationen machen wollen, die sind auch verfolgt worden. Eben zum Beispiel, das scheint mir eigentlich sehr wichtig zu sein, dass das nicht möglich ist, also in islamischen Ländern, sondern dass diese Gedanken eigentlich außerhalb gemacht werden, aber nicht akzeptiert werden und dementsprechend auch nicht in die Entwicklung des Islam eigentlich einfließen können. Ich würde auch noch gerne etwas fragen. Wenn du jetzt von den islamischen Ländern geredet hast, dann ist das immer die arabischen Länder gemeint. Da ist nicht Balkan gemeint, da ist nicht Indonesien gemeint, oder? Also ich denke, die Länder, in denen der muslimische Glaube eine Rolle spielt. Also alle, du sagst alle islamischen Länder. Also bis auf den Balkan. Balkan ist später im Osmanischen Reich. Genau. Aber sonst grundsätzlich. Islamisiert wurde von den Türken oder von den Osmanen. Wie steht denn das mit der Selbstkritik im Balkan? Gute Frage. Gibt es die überhaupt im Balkan? Also auch ein Defizit in dem Fall. Ja. Balkan ist wirklich speziell. Balkan ist wirklich speziell. Also inwiefern? Inwiefern? Balkan ist ja später dazugekommen. Richtig. Der türkische Maschinenwein war, oder? Genau, richtig. Und ja, jetzt eine allgemeine Frage. Die ist jetzt immer gleich von arabischer Islam, von der Ausbreitung von der Wissenschaft im arabischen Islam. Du hast vorhin gesagt, mit der Aufkommen von der Seefahrt von der alten europäischen Länder ist das zugegangen. Und die arabischen Länder waren ja vermittelt gewesen, also Transmission von der Seidenstraße. Also, was ist jetzt, gut, sie haben es weiterentwickelt, das ist klar, aber was ist eigene wissenschaftliche Arbeit und was ist von China, Indien, gelehrt und übernommen worden und eingeflossen? Also das weiß ich jetzt zum Beispiel vom Kanon. Der Kanon der Medizin von Ibn Sina ist im Grunde eine Zusammenstellung aus überliefertem Wissen, aus römisch-griechischem Erbe. Auch die Instrumente, Pinzetten und all die Sachen, die man verwendet hat, das ist nicht neu, sondern die sind neu entdeckt worden, verbessert worden.
Aber was neu ist bei Avicenna zum Beispiel, er hat eine systematische Forschung betrieben. Er hat zum Beispiel eben das Beinwellkraut jetzt bei Beinbrüchen hat er gezielt verwendet und eine Gruppe gemacht mit Behandlung und eine Gruppe ohne Behandlung. Also mit einer sehr modernen Methode und hat in diesem Sinne mit Naturmaterialien sehr modern gearbeitet. Das war neu, das war ein Beitrag von ihm dann. Aber die Basis ist griechisch-römisches oder auch indisches Erbe. So. Sie haben auch die Chirurgie stark verfeinert. Sie haben zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber einer von Ihnen hat chirurgische Instrumente entwickelt und weiterentwickelt. Also die hatten dann ein ganzes Arsenal. Darum sage ich eben, der mit dem offenen Beinbruch, der wurde wahrscheinlich gut behandelt. Und in der Philosophie hatten Sie ja die Bedeutung, welcher war das? Der Kommentator. Also der Aristoteles. War ein ganz wichtiger Punkt. So. Also der Aristoteles, der wurde ja allein über die Araber, den Europäern, zugänglich gemacht. Die Originalschriften sind nicht mehr erhalten. Und die Europäer kennen den Aristoteles nur aus dem Arabischen. Also so gut wie nur, ja. Aber das Beispiel konkret. Zucker, den man heute kennt, der weiße Zucker. Der Ursprung vom Zucker ist im Iran. 600 oder das um 600 nach Christus, glaube ich, ist die erste Fabrik, also wo man Zucker entdeckt hat, auf die Art, wie man sie heute kennt. Kommt raffiniert. Ja, nein, nicht raffiniert. Ja. Doch, das ist raffiniert. Ja, genau. Zucker zum Beispiel. Es gibt dann nochmal ein Medikament zum Beispiel, gegen Asthma. Das ist auch aus dem Iran gekommen. Und in Griechenland ist das natürlich dementsprechend veröffentlicht worden, also jetzt mal bekannt gemacht worden. Also es gibt eben wirklich, es ist ähnlich, also bei der Philosophie zum Beispiel, auch in Tunesien zum Beispiel, heute werden sehr gute Ärzte ausgebildet. Das heißt, es gibt den Bereich der Naturwissenschaft oder der praktisch nutzbaren Wissenschaft, die funktioniert. Das Geisteswissenschaftliche, das ist dann das andere Thema. Das ist das andere Thema. Ich habe gleich nochmal nachgeschaut, das war der Averroes. Also er gilt in der Mittelalter, also in der europäischen Literatur später, hat man von dem Philosophen geredet, damit gemeint war Aristoteles, und der Kommentator, das war der Averroes. Also er hat den Aristoteles übersetzt, aber dann massenhaft eigene Kommentare ergänzt. Und das hat man dann in Europa so übernommen und so weiter studiert. Dante hat ihn sogar im 1300 ihn sogar erwähnt. Ja. Genau. Okay. Ja, wer hat vorher sich noch weiter? Sie hat noch Kolja. Da stellt sich für mich schon die Frage, kann man denn von einem Averroes noch als Muslim reden? Ich meine, der Aristoteles ist ja Lamm vor Christus, Lamm vor der von dieser Zeit gewesen. Und kann man denn von Avicenna und Averroes und vor allem den Philosophen, die wissenschaftlich aktiv waren, überhaupt noch von Moslem reden? Weil die sind nämlich zu dieser Zeit vom Islam auch schon kritisiert und angegriffen worden. Ja, also Averroes war auch im Gefängnis. Aber zum Beispiel von wegen logischer Schluss, also ein Satz, den man interpretieren kann auf verschiedene Art und Weise. Er kann das und das und das bedeuten. Wo auch in Averroes nicht dran geht, das ist das Bekenntnis der Muslime. Allah Akbar oder so ähnlich. Gott, so, da geht er nicht dran. Wohlweislich, weil alle seine philosophischen Abhandlungen beginnen auch damit. Aber im Verlauf, wie man dann zum Beispiel auch eine Rechtsprechung macht, was man aus dem Koran ableitet, wie eine Sure gemeint ist, da ist Averroes sehr scharf geworden und hat aufgestrennt, mit welchen Augen man das lesen kann. Also Averroes hat gezeigt, dass der Koran nicht einen Geist an sich besitzt, sondern ich lese mit meinem Geist und dann kommt eine Interpretation daraus. Es ist also vom Leser abhängig, was passiert. Aber an den Satz von Gott ist er auch nicht drangegangen. So habe ich es verstanden in seiner Biografie. Und da ist die Frage, in dem Sinne war er noch ein Moslem. Er hat das Wichtigste gesagt. Aber eben, viele moderne Philosophen von heute beziehen sich auf Ibn Rushd, auf Averroes.
und wollen eine Revitalisierung dieses kritischen Denkens dann auch machen, auch der Religion gegenüber. Weil kritisches Denken ist ja nicht eine Stärke vom Islam, behaupte ich jetzt. Je nachdem wird ein Zeitalter. Ja. Das spielt eine richtige Rolle. In welchem Zeitalter gibt es dann kritisches Denken? Am Anfang. Also wir haben kurz später und in den letzten Jahrzehnten. Also du siehst eine Verbesserung in den letzten Jahrzehnten? Je nachdem wo. Es ist ein grosses, ein heikles Thema. Man muss es ein bisschen spalten, man kann es nicht als Ganzes anschauen. Und dann unter den Muslimen in der Schweiz oder im Ausland oder unter den Muslimen auch im eigenen Land? Die Frage ist falsch gestellt. Es ist ja ein innerislamischer Konflikt. Nicht Moslem an und für sich, sondern islamischer Konflikt. Bin ich jetzt entweder Mohammed oder bin ich Ali? Also Sunnit oder Schiit. Weil ich richtig verfolge. Ob ich es spielt im Grunde noch spielt, spielt noch gar keine Rolle. Also man kann sagen, der Islam ist so mit dem Christentum ein Verband. Ich kann vorher sagen, es ist das Gleiche, oder? Das kann man so sagen. Wobei, wir glauben an die Tora, an Moses, wir glauben an das Alte Testament. Also aber dann sagen wir, Mohammed hat gut kopiert. Wir werden schon später kommen. Wobei, ich glaube, wenn der Zentrum und das andere. Für mich ist spätestens nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied. Jesus ist für die Christen gestorben. Und das war der Heilsweg. Und das ist eine. Ja, nee, das ist die Heilsgeschichte. Also Gott hat seinen Sohn gegeben. Das ist ist die christliche Annahme und das vertreten Muslime gar nicht. Also da gibt es einen riesen Unterschied. Also einen Unterschied. Einen Unterschied. Silvia, ja. Silvia, das ist schon lange wieder. Ja, also ich kann nur da mit einer Antwort geben, die Frage, was macht denn der Balkan speziell? Und zuerst ist der Balkan ja katholisch missioniert worden, quasi von den Römern und dann im Osmanischen Reich. Ist es islamisiert worden, und zwar hauptsächlich durch das, dass die Familien einen Sohn in die Türkei, also ins Osmanische Reich, schicken. Und der hat dann dort eine Karriere machen. Und die zum Islam übertreten sind, haben keine Steuern müssen zahlen. Und das hat sehr grosse Islamisierung bewirkt. Und darum ist es dort eigentlich ein bisschen speziell. Oder? Es ist nicht quasi von dieser Kultur her, sondern sie sind dann später durch solche Sachen dazu gebracht worden. Das ist schon fast im Aktuellen. Oder? Also, wenn wir sagen Balkan, das ist auch nicht der ganze Balkan davon betroffen. Also, Rumänien, Bulgarien, gar nicht, Griechenland sowieso nicht. Slowenien, Kroatien eher wenig, oder? Also ich war in Montenegro, Serbien kaum, oder Griechenland sehr wohl. Sowieso, fast nicht immer, wenn man die Sachen anschaut, zu sehen, an die Ländergrenzen kommt. Das gibt es in Arabien, das ist eigentlich gar nicht gegeben, bis die Europäer eine Kolonisierung gemacht haben. Mit Wechseln, der ist ja erst Karte gezeichnet, oder? Was ist jetzt Irak, was ist Syrien, was ist Iran? Aber das jetzt vorher hat es gar nicht gegeben. Und in Islam gibt es auch nicht. Ich kann in Irak, ich kann nach Syrien, ich kann dort leben, ich habe ohne Probleme und bezeichnet sich nachher auch Syrien. Und die kennen das gar nicht, die Landesgrenzen in dem Sinne. Das sind eben mehr Globens. Jetzt mit Jordan vergleichen Clans oder Familienclans im Balkan und die haben sich eigentlich nicht um die Grenzen eigentlich können. Du hattest gerade gesagt, das ist heikel mit dem wie hast du das formuliert? Mit dem Individuellen. Kannst du das beschreiben, was heikel ist? Was meinst du mit heikel? Also das Individuelle oder Philosophische oder wie man das. Ich kann den Islam als solches nicht als momentan, in der heutigen Zeit, nicht als Ganzes nehmen und das interpretieren. Je nach Kontinent
je nach Land, gibt es doch Kontroversen. Das hat viel auch mit Politik zu tun, vor allem mit Politik zu tun. Aber grundsätzlich ist es so, der Islam ist solches, wenn man den, zum Beispiel in Arabien anschaut, oder den Islam in Arabien mit dem Balkan, den Islam im Balkan vergleicht, ich würde sagen, dass da sind zum Teil wirklich Welten. Was nicht die Interpretation anbelangt, sondern wie man den Islam als solches lebt. Das wäre so ein Beispiel, könntest du ein Beispiel nennen? Genau, als Beispiel. Erklär's. Das ist, gut, wobei... Ich weiß es nicht, was ist das? Also, ich kann ein Beispiel, zum Beispiel jetzt, als Beispiel konkret, Sneak-up, Burka. Okay. Und dann gerade groß die Medien. Ja. Das gab es nicht im Balkan. Okay, ja. Als Beispiel, auch in der Türkei. Zum Teil. Größtenteils gab es auch in der Türkei das nicht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mit der Psychologie oder du sagst auch Politik zu tun habe, dann würde ich mir zum Beispiel jetzt als freidenkender Mensch, würde ich mir jetzt überlegen, also es gibt die Religion und es gibt ein Land, wo die Burka wichtig ist, in einem anderen Land nicht. Dann würde ich mich jetzt interessieren, dann würde ich jetzt weniger forschen nach der richtigen Koransure, wo das steht, sondern mich würde interessieren, was für Machtverhältnisse spielen denn da eine Rolle? Was für eine Rolle spielt die Frau? Wer hat was davon, dass eine Frau Burka trägt oder nicht? Das wären die Fragen, die mich als selbstständig denkender Mensch interessieren und weniger, was in einem heiligen Text steht. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Interpretation, wie man es versteht, und das andere ist mehr aus Tradition. Okay. Das sind zwei verschiedene Welten. Das eine, zum Beispiel die Interpretation. Es gibt Muslims, die nach dem Glauben, nach seiner Interpretation von einem Muslim, so lebt, dass er ein Bart trägt. Mhm. Weil er das so interpretiert, dass er nach Muhammad sollte als Beispiel nehmen, als Messlatte und danach auch leben, also sprich Bart tragen, genau. Und das andere ist zum Beispiel Tradition. Man hat es angefangen zu vermischen. Ist ein anderes Wort für Tradition Gewöhnung? Kann man auch darunter verstehen, Gewöhnung, genau. Man vermischt es heutzutage, weil man das nicht einerseits selber so interpretiert, weil das Problem heutzutage ist, der Koran als solches, es gibt nur einen Koran, es gibt hunderte von Übersetzungen, die Leute das einfach, das, was sie erlebt haben und das, was sie gelernt haben, also das so auch interpretiert haben. Ich kann gut zwei deutsche Korane nehmen und die vergleichen. Es gibt Unterschiede. Mhm. Ich kann das nicht zu 100%ig nachvollziehen, dass das zu 100%ig auch so im Koran steht. Also das Problem ist einerseits das Verstehen, die richtige Interpretation. Die Interpretation vom Koran ist das größte Problem eigentlich, die Menschen haben. Man interpretiert nicht selber, sondern man hört zu. Welche Tradition was interpretiert? Genau, hat. Richtig. Genau. Das Interessante ist auch, sorry. Ja. Hängt das nicht auch zusammen, eben, dass politisch sehr Druck ausgeübt wird? Also ich denke jetzt, wenn ich die Türkei anschaue, im Atatürk, da hat sehr viel dran gesetzt, eben, dass die Türkei sich entwickelt hat in Richtung Säkularisierung. Und dann haben sich die Leute auch vermehrt, also westlich angekleidet. Und jetzt haben wir den Erdogan mit seiner Frau, die sich auch wieder mehr verhüllt hat, mit Kopftuch und so weiter. Und da wird ganz klar gesagt, wir möchten eigentlich, dass ihr wieder euch eher so, also die Frauen auf jeden Fall, so anlegen. Einfach zum zeigen, dass man eigentlich politisch gesehen die Türkei wieder in eine Richtung möchte bringen, dass der ganze Staat wieder Islam, also mehr islamorientiert wird. Du kommst jetzt, sorry, ja. Hast du gerade noch eine Antwort gegeben?
Nehmen wir das Beispiel der Iran. Das ist ein viel besseres Beispiel. 70er Jahre. Ja, genau. Da hat es keinen Fall im Kopf. Der Auslöser war nur politisch. Mhm. Oder? Und der grösste Verursacher von dem, was wir heute zum Beispiel haben, sind die Amerikaner. Das ganze Verursacher. Die haben Leute in die Macht gebracht, wo man heute eben sieht, was passiert, dass es falsch war. Also die Rückbesinnung, jetzt Ayatollah Khomeini, auf ein konservatives, religiöses Leben, die Schuld, sagst du, liegt bei den Amerikanern, dass sie es gemacht haben. Und dann ist die Reaktion, okay. Genau, also all das, was wir heute haben, IS, Bin Laden, das, die ganze Revolution, sage ich jetzt mal, also kann wo siehst du denn den Ursprung bei den Amerikanern, also im Iran ist mir klar, aber sonst, was dann sonst noch? Alles, der Auslöser ist im Iran. Das ganze Ausmaß. Gut, aber das ist jetzt auch schon lange seither, oder? Ja, ja. Und da gibt es noch ein anderes Beispiel. Die Wahhabiten in Arabien selber, die hatten nichts mit den Amis zu tun und die waren stockkonservativ. Also es ist... Und der Konflikt, der schürt ja eigentlich das ganze Problem für sich derzeit. Ja, der Anlass ist im Grunde immer ein anderer, aber die Wirkung ist immer dieselbe. Ich meine, auf das Grundsatz und das Geschichtliche zurückkommen. Hier sehen wir, dass ungefähr um 1400, 1450 so ein Bruch gegeben mit den Richtung von islamischen Geisteswissenschaften, wenn ich es so sagen. Und ist das dann im Zusammenhang eben mit dem Aufkommen von den Europäern, von den Mittelalter, von den Kreuzzügen, wo das im Prinzip bremsen hat? Und ist auch im Islam, also im Glaubensbekenntnis, im Koran eigentlich immanent, dass sich nachher nicht weiterentwickelt. Also dass es sich immer noch auf die zeitalten Leitsätze beruft, aber sich nicht kann die Zeit anpassen. Das ist ein bisschen mein Problem, also dass quasi die Europäer den Islam erwirkt haben, wenn sie also wir haben nicht eine Interpretation. Ja, und da gibt es auch ganz klare Beweise, dass die Kinder da auch Finger im Spiel haben. Also da gibt es ganz klar Gelehrte, wo die Kinder dementsprechend, ja. Womit mit der Verneinung von der Erkenntnis, oder? Aber ein Beispiel mit der Medizin. In der Renaissance hat der Westen angefangen, Tabuthemen zu brechen. Also zum Beispiel das Eröffnen eines Körpers, operieren. Gegen Religion, gegen die christliche Religion. Und ich denke, dass aus diese Verstöße, die wurden geahndet, was auch immer, aber letzten Endes haben sie gemündet in der Form von Aufklärung. Das heißt, Menschen brechen religiöse Tabus. Und das ist etwas, was in der muslimischen Welt eben immer so gerade gestreift wird, aber es kommt nie durch. Also bei Ibn Sina ist das Verbot ja zum Beispiel noch da, den Körper nicht zu öffnen, weil er als Ganzes ins Paradies muss. Das heißt, das sind Vorstellungen, die kann man im Grunde nur durch Regelverstoß erneuern. Ne? Aber das ist im Glaubensbekenntnis im Islam, aber die Wissenschaft ist schon gern, die Wissenschaft ist sehr wichtig gewesen, die sich mit dem Körper beschäftigen, die haben ja auch gesehen, bei den alten Ägyptern, bei den Chinesen, dass die schon Eingriff im Körper vorgenommen. Astronomie hat sich über die Indien übernommen. Oder über die Persönlichkeit ist besser. Das andere Problem, das wir haben, ist zum Beispiel im Koran, man darf das nicht hinterfragen. Man darf es nicht hinterfragen. Man darf es nicht hinterfragen. Das ist doch ein grosses Problem, das wir haben. Also, was mir auffällt, jetzt vorher bei ein paar Statements aufgefallen ist, da kann man vielleicht jetzt auch den Bogen ziehen zu dem anderen Punkt, den man noch mit dem Individualismus. Es gibt extrem viel... Ich muss etwas sagen. Ja. Es ist interessant, aber ich fange es gleich an. Ich fühle mich ein bisschen müde. Und ich bin immer ganz viel anders. Ich wünsche dir einen guten Abend. Danke, gut. Hi. Okay.
was mir aufgefallen ist, ist, es gibt extrem viele Parallelen zwischen der islamischen Welt und der europäischen und dem Christentum zu Europa. Also eigentlich, das mit dem, man darf nicht hinterfragen und man ist immer noch gleich wie vor 500 Jahren, haben wir bei uns auch, einfach nur noch bei der katholischen Kirche. Und bei den Fundis. Bei den Fundis, gut, aber dort ist es quasi neu wiederkommen. Aber es hat dann einfach damals die Reformierten gegeben. Es hat aber auch im Islam auch immer wieder Strömungen gegeben, ein Averroes. Mhm. Den könnte man eigentlich als Reformator bezeichnen, oder? Habe ich jetzt vorher gedacht, als ich dir zugehört habe. Und auf der anderen Seite eben auch überall genau da sind wir wieder zurückgekommen auf die Schrift und es nicht davon loslassen, dass man muss Regeln brechen. Das haben wir eigentlich alle. Also eigentlich gibt es ja mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen. Auch, dass Indonesien einen anderen Islam lebt als Marokko zum Beispiel oder als Kosovo. Das haben wir jetzt in Europa auch, oder? Du hast ein anderes Christentum irgendwie. Sogar dort, wo es katholisch ist, ist ein anderes irgendwie in Spanien, wie irgendwann mit Afrika, wie irgendwann mit auf den Philippinen. Das unterscheidet sich. Jetzt ist einfach die Frage, warum. Also, ich glaube, was unsere Gesellschaft jetzt am meisten beschäftigt, ist, warum ist der Islam in gewissen Zügen im Moment so gewalttätig? Und was könnte man allenfalls machen, um das in den Griff überzukommen? Oder was müsste passieren? Mit der Familie los. Das ist, glaube ich, genehmigst. Nicht auf die Medien. Das ist nicht einfach. Medien sind nicht immer anders. Mich würde interessieren, vielleicht kannst du da ein bisschen einen Einblick geben. Wie ist denn die muslimische Gesellschaft da zu Winterthur bei uns? Wie teilt sich die auf? Es ist gespalten. Es ist nicht das Problem nur von ihr, sondern es ist das Problem von der Gesellschaft, wo sie spalten tut. Also die äußere Gesellschaft, die nicht-muslimische? Ja, die nicht-muslimische, genau. Also die Medien haben doch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Sie spielen ganz enorm eine wichtige Rolle für die Medien. Man imponiert Sachen, wo einfach zum Teil nicht wahrheitsgetreu sind, zum Teil verschärft, zum Teil so krumm dreht, dass man es einfach glaubt und dass es dann einfach für jemanden sich nicht selber eine Meinung bildet, sondern eine Meinung glaubt bildet. Peter? Du hast gerade widersprechen. Ja, ich würde dir eigentlich da ein bisschen widersprechen. Mhm. Und zwar, was du jetzt sagst, ist, die anderen sind schuld. Nein. Du sagst, die Amerikaner haben den Konflikt in arabischen Raum gebaut. Wir haben den Konflikt über Medien. Und ich finde aber, was fehlt beim Islam, ist ja, dass er sich selber klar ist und selber klar gegen aussen manifestiert, wenn er sich sieht, auch wenn es einen Haufen Gruppen gibt, gibt es ein Christentum. Ja. Und mir fehlt eigentlich da. Und immer wenn ich mit den Moslems diskutiere, sage ich, ja, wir sind Amerikaner, Medien. Das sind immer die anderen. Nein, es sind nicht nur immer die anderen. Aber eine wichtige Rolle spielen die anderen. Aber das Problem, das wir haben im Islam, wir haben keinen Papst. Nein, die Protestanten auch nicht. Ja, das ist etwas anderes. Ihr bräuchtet eine starke Führungsfigur. Genau. Die habt ihr nicht. Und die fehlt. Gut, aber in jedem Moschee. Von daher ist es, wo der Islam müsste organisieren. Nicht, das ist ja korrekt. Ich gebe vollkommen recht. Wenn das die richtige Lösung wäre. Ja, ganz. Ich will schon eine fertige Antwort. Den Islam hat ja noch gar nicht gegeben, ganz die Missbeschäftigung. Und im Islam ist es gleich wie im Christentum oder bei was auch immer, dass es immer wieder regionale Strömungen gibt oder Gruppierungen, die immer stärker werden, dann werden die anderen stärker. Das ist jetzt so beim gewalttätigen Islam der Fall, wenn der Wahhabismus stärker auftritt, oder? Die anderen Schwächen. Und das wäre eben eigentlich auch wieder innerislamisch zu lösen. Wenn die ruhigen oder die anderen, die friedlicheren Gewesen,
sie würden proaktiv zu Wort nehmen und offen auftreten, auch ohne Medien. Aber das mit Amerika gebe ich dir recht. Ja, also wenn du das... Das gehört natürlich aus dem Alkoholismus von Spanien, England. Ja. Also in den Medien haben sie auch gesagt, gehabt, das habe ich jetzt noch einmal. Der Islam als solches ist ein Teil von dieser Lösung. Also es sind nicht die anderen schuld, sondern die Lösung sehe ich im Islam. Und das sind vom Islam hergekommen, nicht vom Westen oder was auch immer. Das Problem, das wir haben, ist, als Beispiel, im Mittelpunkt haben wir 5 Moscheen. Als Beispiel. Ja, und alles verschiedene Ausrichtungen, oder? Also, es gibt die verschiedenen Vereine auch von der Islam, von der Muslimen. Die meisten sind zumindest. Ja, aber die finden sich ja auch nicht zusammen. Die finden ja auch keine gemeinsame Sprache. Aber ich meine, Katholiken und Protestanten, die sind heute auch noch nicht, finden sich auch noch nicht zusammen, oder? Aber jede Einzelmoschee oder jeder Einzelverein könnte ja auch gegen aussen treten. Wenn man sich nicht zusammenfindet, könnten ja jede Einzelne. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, wie siehst du den Einfluss von Saudi-Arabien oder von der Türkei auf die Moschee in Winterthur? Stellst du da etwas fest? Gibt es das? Also in anderen Ländern weiss man, gibt es, oder? Ja, also ich bin ziemlich früh. Habe ich ziemlich früh für das eingesetzt. Dagegen, dass es überhaupt das gibt, oder was gibt, genau, wie viel, es gibt ja die türkische Moschee zum Beispiel. Und ein Imam wird dort dementsprechend zugeteilt und dann kommt er hin. Genau. Also der wird aus der Türkei dorthin geschickt? Gesandt. Dahin gesandt. Er kennt weder die Sprache, also kaum oder schlecht oder gebrochen, mehrheitlich kaum. Er kennt unsere Kultur nicht, unsere Tradition nicht. Warum akzeptiert er das? Sehr gute Frage. Was hätten wir denn sonst? Ja. Alternativ gibt es noch nicht. Genau. Da gibt es die Rote, schon auf jeden Fall gibt es die Alternativ. Man kennt in der Schweiz ausgebildete die deutsche und die türkische oder die arabischsprachige Imame. Das gibt es noch nicht. Ja. Ich werde von der Türkei, vom Religionsdepartement gecheckt. Ja. Ja, das ist mehrheitlich auch überall eigentlich. Bei jedem Land ist das so. Auch bei den Albanern oder den Türken. Also müsste es auch nicht so sein? Müsste es nicht. Also ich bin nicht dafür. Ich bin vollkommen dagegen, dass es so passiert. Ich bin sogar dafür, dass man in der Moschee mindestens einmal in der Woche sicher auf Deutsch predigen. Nur, ich kenne nicht einmal Deutsch. Aber gibt es nichts Strömiger, gerade in der Schweiz jetzt, dass man so Lehrstühle dort einrichten für die Imam? Also ich habe ja auf jeden Fall so Sachen gelesen. Ja. Es gibt, genau, es gibt vereinzelte Schulungen, jetzt bei der ZHW zum Beispiel, zusammen mit dem Kanton St. Gallen zum Beispiel, wo man Imamen in die Schule geschickt hat, damit sie die Kultur, die Sprache ein bisschen kennenlernen und auch sehen, was wir jetzt haben. Aber ich bin so ein Imam an einem Ort, weil am Mittag werden sie nach gewissen Anzahl Jahren ausgewechselt. Je nach Moschee. Also das ist natürlich sehr eine effektive Methode, sie regelmäßig auszuwechseln, zu verhindern, dass sie sich in unsere Kultur einleben. Ja. Aber ich finde es dann gleich falsch, dass man jetzt irgendwie erwartet, dass quasi wir zur Verfügung stellen, dass man die Islam kann ausbilden kann. Es gibt also, viele das, ja, aber ich meine, das muss nicht vom Kanton kommen, sondern das muss von der Moschee kommen. Die müssen ihren Islam, ihre Imam selber ausbilden. Das ist korrekt, das ist auch richtig, das ist vollkommen korrekt. Wir haben einfach das Problem, nicht nur in der Schweiz, sondern das ist weltweit das Problem, was die islamischen Vereine anbelangt. Weil eine Moschee als solches gibt es eigentlich in der Schweiz nicht. Eine Moschee gibt es nicht in der Schweiz. Also es gibt auch heute? Ja. Wir haben islamische Vereine. Die sind alle unter einem Verein registriert im Landesregister. Das Problem, das wir dort haben, ist, sie brauchen eine Unterstützung. Sie brauchen eine Unterstützung. Sie sind... Also finanziell? Nicht zwingend finanziell, sondern organisatorisch.
Sie brauchen eine gewisse Hand, die ihnen einen Aufschub gibt, einen Stoß gibt. Was die auf die Moschee herstellen, wenn die sie drücken. Ich bin in regelrechter Kontakt mit vielen Moscheen, nicht nur Winterthur, Bern, St. Gallen, Basel. Es herrscht einen riesen Druck auf die Moschee. Sie wissen dann nicht selber, wohin oder wie genau. Man nimmt das, was jetzt passiert, und das war's. Das Problem, das wir haben Personen Meinung uns gebildet, die eigentlich eben genau das Gegenteil bringt. Genau das Gegenteil. Wie siehst du denn die Möglichkeit, jetzt innerhalb der Religion ist eben Moschee, klar. Ja. Was hältst du denn zum Beispiel, nehmen wir an, es gäbe eine muslimische Philosophie, die sich eine Gruppe, gibt's ja. Die sich, gibt's das? Was gibt's? Die sich außerreligiös ja. betätigt und ja. auch Koran-Tabubrechungen macht. Das gibt's. In Winterthur? Nein. Wo? Nein, in Winterthur nicht. Nein. Wo gibt's das denn? Ja, in Deutschland. In Deutschland. Ja. Das wäre ja auch noch, aber es braucht ja. Mut, ne? Haben die Ärger? Haben die Ärger? Ja, natürlich. Mit, ja. Natürlich, ganz klar. Genau wie in der Kirche auch. Naja, wieso? Ich habe sie auch in der letzten Zeit gelesen, es war ein Märchen, der Mutlich, Wochenende, egal. Wo die Diskussion ist aufgekommen, den Islam anzuerkennen. Und da sind natürlich sofort scharfe Reaktionen von den Evangelien, von den Katholiken, dass man die nicht als Landeskirche anerkennen kann. Ja, das wäre vielleicht der zweite Schritt. Und wir müssen zumindest mal als Religionsgemeinschaft anerkennen und es gleichwertig betrachten. Und wieso sollen wir nicht jetzt auch in der Schweiz sagen, wenn wir Landeskirchen finanzieren, zum Teil auch Synagogen, wieso sollen wir nicht Moscheen finanzieren? Dann lassen wir sie nämlich los von den Geldgebern in Saudi-Arabien, Kuwait und Katar und Türkei, was sie nachher beeinflussen können, sagen wir, jetzt Geld, wir sagen, wir haben komplett. Aber damit wäre verbunden, wie verhält sich denn ein säkularer Staat generell gegenüber seinen Religionen? Also die Default, das ist das Grundproblem, ob jetzt muslimisch, jüdisch oder christlich. Aber die Vorstellung der meisten Freidenker wäre eigentlich immer umgekehrt. Säkular heisst mit Religionsgemeinschaft dazu, damit es da jeder glauben, was er will. Genau. Aber sie haben innerhalb des Staates direkt nichts zu führen. Genau das. Also darum sage ich, unsere Vorstellung als Freidenker wäre eigentlich mehrheitlich das Umgekehrte. Dass man sie gleichberechtigt mit den Landeskirchen, indem man den Status von Landeskirchen abschafft. Also sprich, wir würden eigentlich ihnen lieber allen Privilegien entziehen und schauen, dass sie wirklich jeder selber muss machen. Aber so wie der Blair jetzt eben sagt, vielleicht wäre es im Moment eben gar nicht so schlecht, man würde gewisse Hilfe geben. Aber der Staat wäre eben wahrscheinlich trotzdem einfach rein, wie soll ich sagen, ordnungspolitisch der Falsche, um das zu machen. Nein. Aber du fragst, woher könnte so eine Unterstützung sonst kommen? Also, es ist ja folgendermaßen. Moslems zahlen die Kirchensteuer. Ja. Wie viele haben wir? Alle. Ah ja, klar. Welche Religion? Jede Religion. Nein, im Kanton Zürich. Im Kanton Zürich zahlen die Firmen ja. Kirchensteuer, ja. Auch wenn es ein türkischer Kebabstand ist. Wir investieren viele. Aber dann nicht nur in Island, sondern für alle Glaubensgemeinschaften. Das ist ein Hinweis, den ich nicht dass sie ihre Sammlung dort haben, dass sie ihre Glauben vertreten. Aber wirklich getrennt wie in Frankreich. Ja. Nicht im Staat, aber auch in Frankreich. Die haben keine die Fremdgelder können einschränken oder was sie überkönnen. Aber wie schaffst du das? Das ist genau schwierig, weil es genau ist, immer ein liberaler Staat hat natürlich jedes Recht, richtig, zu finanzieren, was er will, richtig. Auch wenn das irgendein saudi-arabischer Terrorstaat ist, oder? Ja. Das Sonderproblem, das wir haben, wir haben zwei Stück Minderheit. Wir haben zwei Stück Minderheit. Wer ist vorhin schon mal in einer Moschee gewesen, Predigt verlosen? Wir sind ja nicht zugelassen, nicht nachfragen. Ja, sind nicht
die meisten werden erstaunt sein. Ich habe es vorhin draußen kurz angedeutet. Wir haben dann zweiter habe ich den Tag der offenen Tür raus, so ich sagen, organisiert und den Namen organisiert, der Deutsch auf Deutsch predigt. Und mit mir ist etwas gekocht, wo ja, historisch reformiert. Ja, genau, reformiert. Genau. Ist nicht mir gekocht mit dem Prediger. Immer. Und irgendwann sagt er, das könnte ja genauso gut im Pfarrer sein. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Also wir haben sehr viel Gemeinsamkeiten. Sehr viel. Es täuscht, wir haben sehr viel Gemeinsamkeiten. Und gut, ich sage jetzt mal so, ich muss vorsichtig sein. Was ist ein guter? Das ist immer relativ. Nicht zwingend ein streng gläubiger Moslem, ist, also ein streng gläubiger Moslem ist sogar besser dargestellt als ein Christ. Also, ein streng gläubiger Moslem, sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, ist ein besserer Christ als ein Christ selber. Ja, aber eben, der Punkt ist, die Religion ist nicht mehr Basis dieses Staates eigentlich. Die Religion spielt keine Rolle mehr. Unser Zusammenleben wird geregelt von Menschenrechten, Gleichberechtigung, das sind keine religiösen Dinge mehr. Die spielen eigentlich keine Rolle. Es gibt eine riesen Tradition, eben wir haben es ja auch, aber getragen wird diese Gesellschaft nicht von religiösen Übereinkünften. Das ist ja genau das, was wir zum Beispiel mit unserer Wertekampagne drauf raus. Wo ich überzeugt bin, oder, wenn wir die Kampagne dann machen, dass ein Haufen Sachen auch von 80% oder 90% von den Moslems kann unterschrieben werden. Das ist so, definitiv. Es gibt genauso die Metzgervereinigung wie die Veganer. Das sind auch das sind Lebensanschauungen, aber eben, aber die spielen auf der politischen Bühne keine Rolle so. Und das ist eigentlich, haben die Religionen eigentlich den gleichen Status. Aber akzeptieren denn das Muslim? Weil eigentlich ist im Islam das eben nicht getrennt, sondern Politik, Lebensanschauung, Religion ist alles zusammen und, ist, und beruht alles auf dem Koran. Ja, in den arabischen Ländern aber sicher, aber da ist es vielleicht anders jetzt, oder? Nein, nicht zwingend. Der Koran ist anders. Ist immer noch gleich. Man hat dort mitgeändert. Es gibt wieder als anderes als Neues Testament im Koran. Es ist ja, aber es nicht wirklich Koran. Das Koran ist ja nicht ohne Glaubensbekenntnis, sondern hat doch gesellschaftspolitisch die Das ist gesellschaftspolitisch. Aber nicht im Koran. Nicht im Koran, genau. Es gibt viele Sachen, die im Koran. Genau. Es gibt viele Sachen, die im Koran. Wo der Koran sagt, wie vorgehen. Sagt das jetzt bei der Heirat, sagt das jetzt bei Fleisch oder bei Messen oder was auch immer. Aber Gesetz als solches ist eine Frage von Verständnis, wie es interpretiert wird. Als solches. Also man müsste eigentlich die fördern, die wollen, anders interpretieren. Nicht zwingend. Es gibt Wenn offener interpretieren. Nein. Richtig interpretieren. Richtig und falsch. Das ist es nicht. Aber gut, schöne Grüße. Genau. Das ist dran, oder? Genau. Wobei viele Elemente der Gesetzgebung, zum Beispiel im Iran, die basieren auf der Scharia. Das ist schon der Koran. Ist nicht Koran, aber es ist natürlich islamorientiert, oder? Ja, Scharia ist Scharia, richtig. Das ist nicht der Koran. Nein, das ist nicht der Koran. Nein, die Scharia gilt für dich nicht. Nein. Wieso? Wir sind nicht in dem Zeitalter, wir sind nicht in Arabien. Okay. Also du beziehst das auf ein bestimmtes Zeitalter, eine bestimmte Regelfall. Genau. Also jeder Mensch, der im Westen lebt, oder als Beispiel in der Schweiz, da gibt es etwas anderes. Für mich gilt die Scharia nicht. Es ist nicht die Zeit. Und sie haben auch die Blutrache abgeschafft. Richtig, genau. Kreuzritter, gibt es das heute noch? Die Ritter, die Kreuzritter, gibt es die noch? Nein.
Ist denn für dich jetzt die Nebenschrift, das sind jetzt immer Nebenschriften wie Hadithen und so, ja, sind die, gehören die jetzt auch nicht zum Koran oder nein, gehören die nein, zum Koran? Nein, nein, nein. Es gibt auch nur eine, es gibt nur eine Tora. Genau, du gehörst damit. Mit, wenn sie zum Koran von Türkei, aber gehört es zum Islam? Also das kann man ja nicht vorstellen, mit der Scharia und Islam. Das Gesetzesbuch, das wir in der Schweiz haben, gehört das zu den Christen oder gehört das zum Islam? Zu der Schweiz, zu der Schweizerischen Eigenart. Ja, aber nicht zum Christen. Ja, nur ist das Gesetzesbuch bei uns anders entstanden als... Nein. Ja, das schon, aber... Vor allem ist es änderbar. Weißt du, ob schon hier änderbar ist? Bis wir müssen beraten. Was kommen wir aber an? Nein, das stimmt schon, es ist im Islam. Scharia ist im Islam. Das ist so. Es ist im Islam. Aber es hat für die meisten Moslems ist es nicht wichtig. Die leben im Westen. Und da gibt es andere Regeln und da gibt es andere Gesetze. Aber kann ich eine Frage, ich bin das Christliche Glauben, das Neue Testament. Ja, richtig. Wenn man sagt, im Islam ist im Alten Testament stecken geblieben und das Testament entwickelt. Wir haben den Umstand global. Sie haben nicht so gesehen, dass die Islamer mit seinen gegenströmigen Ansichten auseinandersetzen, selber innerhalb aus dem Wiederentwickeln. Das ist das Problem. Also wenn man jetzt heutzutage auch das Neue Testament anschaut und den Koran verbindet, ist der Koran nicht schlecht. Im Gegenteil, er ist nicht schlecht. Wir haben ja viel mehr Recht eigentlich als in der Bibel. Wir haben ja das letzte Mal das Thema gehabt, also wir haben vor einem Jahr mal das Thema gehabt, den Koran an und für sich. Und dann haben wir das Thema gehabt, Ibn Warraq, warum ich kein Muslim bin. Und eigentlich bei beiden, zum einen hat sich sehr stark herausgestellt, dass eben im Gegensatz zu unserer Kultur heute, also nicht das Christentum, die haben das auch anders gesehen, aber im Gegensatz zu der Kultur, die wir heute anleben, dass der Islam eben sehr eine kommunitaristische Gesellschaft ist, wo eben die Gemeinsamkeit der Umma wichtiger ist als das Individuum. Und ich würde jetzt behaupten, eigentlich das Merkmal von allen Diktaturen ist, dass man irgendeine Gruppe über das Wohl des Einzelnen steht. Das ist nämlich das, wo dann plötzlich die Einzelnen auf Schlimmste misshandelt werden, weil ihr persönliches Wohl keine Rolle mehr spielt. Siehst du eine Chance für den Islam, zu einem Individualismus zu finden? Ja. Wo aber auch beinhaltet, dass sich jeder Einzelne darf für, frei für oder gegen den Islam entscheiden, auch wenn er als Muslim geboren ist. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Im Koran ist es so, jeder Mensch, jedes Kind, das geboren wird, wird als Muslim geboren. Jetzt ist Frank. Die Zeit wird ganz sicher kommen. In einer Form und Art, man weiß nicht, aber die Zeit wird definitiv kommen. Muss kommen. Man sieht ja heutzutage, was passiert. Oder man sieht das Alte und das Neue Testament. Ich bin nicht dafür, dass es dann immer das Neue und das Alte, das Alte und das Neue Koran gibt. Es geht mir darum, in Anführungszeichen, man braucht ewig im Christentum jemanden, der das Ganze steuert. Das Ganze gesteuert. Jede Moschee ist für sich selber zuständig, dass es funktioniert. Und auch die Interpretation oder die Predigt, es gibt keine Kontrolle. Es gibt nichts falsch oder richtig. Jeder Imam kann von sich aus etwas predigen, was er will. Und daher haben wir das Problem. Also,
im Islam ist das das Problem eigentlich. Es gibt viele Probleme, die man lösen kann. Ich würde so sagen, dass nicht nur die Dimension der USA-Staaten, die Innovationen im arabischen Raum, der etwas ist verloren gegangen, sondern auch, dass man jetzt von der Universität von Kairo gar nicht mehr gehört in dem Sinne. Das ist immer die federführende Universität, die Auslegung gemacht hat, und man gehört irgendwas gar nicht mehr. Was sind die Leitlinien so sein? Ja, das ist korrekt. Man hat Angst. Weil man hat eine gewisse Größe und eine gewisse Stärke heutzutage erreicht, also eine Gruppierung, wo die sinnvoll wären für den Islam, sicher nicht Orte, sich müssen zurückziehen, sie müssen sich verstecken, weil sie Angst haben. Eben, wir haben vorher gehört, dass eigentlich jeder Verein sein eigenes Leben hat. Und eigentlich auch nicht entstanden ist, also ein zentrales Ausbildungszentrum, auch in der Schweiz oder so, zu gestalten für die Ausbildung. Und darum haben wir als Gemeinschaft eigentlich doch ein Interesse, dass es so etwas gibt. Eben, dass man eigentlich könnte den Weg sehen, dass man das auch als Landeskirche grundsätzlich akzeptiert. Aber nicht finanziert vom Staat, oder? Aber dass es in die Richtung geht, so dass sie eigentlich einen größeren Verband quasi auch so ein Ausbildungszentrum, also mit einer gewissen westlichen Orientierung oder so, könnte ich sich vorstellen. Nicht nur die islamische Verein hat dadurch einen Vorteil, sondern wir als Schweiz, genau. Und als Schweiz, hätten viel mehr in der Hand. Viel mehr gelernt. Aber du kannst natürlich nicht als Landeskirchen anerkennen und den Kern nicht finanzieren. Weil alle, also die Juden kommen auch von den Kirchensteuern und so, oder? Die Juden sind ja anerkannt als Landeskirchen. Und die Christkatholischen und so weiter, der Kuchen wird aufgeteilt unter denen, die Landeskirchen sind. Und darum wollen wir ja das ziemlich sicher auch. Es geht mehr um so. Ja, es geht darum, und dann hat man diese Kontrolle. Also das ist schon etwas, wo wir uns vielleicht als Freidenker auch mal Gedanken darüber machen, ob es ein eigenes Modell gibt, das für uns akzeptabel ist, wo man aber den Teufelskreis durchbrechen kann. Also wir haben in der Schweiz mehrere Dachverbände. Welcher Dachverband ist Ihnen bekannt? Der keine Mitglieder hat. Der, der Leute schreit. Ja, okay. Der kein Dachverband ist. 3% glaubst du. Ja, kein Dachverband ist. Genau. Zu welchem Dachverband soll ich jetzt gehören? Also nicht ich, sondern die Moschee. Oder? Zu welchem Dachverband soll ich jetzt hin? Was heißt? Zum Teil sind die Leute, also zum Teil sind die Vereine in dem Dachverband plus in dem Dachverband. Oder? Und jetzt, welcher Dachverband ist das Dachverband? Ich habe noch eine andere Frage, die du vorher angeschnitten hast, eben dass für die Scharia nicht gilt. Das ist ja sehr sympathisch und auch sehr nachvollziehbar. Aber wie weit ist das eigentlich? Wird das auch so praktiziert in den verschiedenen Vereinen? Gibt es da große Unterschiede? Gibt es da Vereine, die schon wieder tatsächlich mehr Bedeutung hat als jetzt für dich persönlich? Ich sage mal, ich bin jetzt da vorsichtig, aber ich bin offen. Und ich würde sagen, so 80-90% im Winterthur wird Scharia als solches weil ich denke, wenn es in die Richtung geht, dass es größere Unterschiede gibt, haben wir ein grosses Interesse, dass das ein bisschen kanalisiert wird und ein Ausbildungszentrum. Jetzt mal schon eine zweite Frage. Würden diese 80-90% öffentlich rausgehen und sagen, wir wollen keine Scharia? Ja. Würden die das machen? Ja. Ohne Repressalien? Ja. Also ich bin so. Okay. Also für uns gilt das Grundrecht. Verfassung. Ist schon klar. Ja, klar.
Ich bin so mit eigentlich Also ich meine jetzt nicht, sondern zu konservativen Kollegen in den eigenen Reihen, um ihnen das zu zeigen. Sie brauchen Unterstützung. Das Problem ist, weder von dieser Seite noch von dieser Seite sind sie... Welche tatsächliche Bedeutung hat denn das Forum für fortschrittlichen Islam? Ist das auch nur marginal oder ist das ein wesentlicher... Also weißt du... Ich kaufe Sie eine Frage, das ist schon etwas anderes. Ich weiß nicht, ob ich das Genau, zu 80-90% sind alle dagegen. Das Problem, das wir haben, ist, es gibt eine Kluft von dieser Seite und eine Kluft von dieser Seite. Also ein Spalt. Oder? Und die Kluft von der Gesellschaft wird immer grösser. Und das Gleiche auf der anderen Seite. Jetzt ist die Frage, was soll ich jetzt machen? Wenn ich jetzt dagegen bin. Also was ist die Kluft? Also zwischen der westlichen Gesellschaft, genau. Den Moslems und den Moslems und denen, die Scharia haben, sind. Genau. Und dass sie sich quasi mit der einen Seite entscheiden. Hast du ein bisschen Druck? Ich bin mit der Moschee zusammengesetzt mehrmals. Es wird demnächst hoffentlich, wenn man so viel Zeit hat, man kann zusammensitzen. Auch Kinder, die ich angefragt habe, katholische von mir, alle. Gefragt haben, wer Interesse hat, am runden Tisch zu sitzen und konkret über Punkte diskutieren, über Lösungen, sich Gedanken machen. Fast alle haben sich zurückgemeldet. Sie wünschen sich das von den Kindern aus, aber auch von der Moschee. Da bin ich sehr positiv überrascht gewesen. Also man ist gewillt, man will. Sie brauchen einfach jemanden, der es auch leitet. Und sie brauchen jemanden, der sie unterstützt. Oder? Und ich meine, wieder sind alle Moscheen einverstanden. Genau so, auch von den Kirchen aus. Auch da nur Moscheen, die berühmte? Auch die habe ich zum Beispiel damals am runden Tisch gehabt. Oder? Einfach als Beispiel. Aber nicht in der Stadt Winterthur hat es nicht am runden Tisch gehabt. Wenn ich in der Tüche im Koran irgendwie versuche, du sagst, dünn euch so lange in dem Staat, wo wir sind, und in dem Rechtssystem, wo wir sind, zu unterordnen, bis er die Mehrheit hat. Nein. Und dann tun wir anders steigen. Nein, das. Wo ist der, die Das ist irgendein Eis. Mir reden so ähnlich, wie du es gesagt hast, ja. Bezieht sich aber auf ganz etwas anderes. Das kann man interpretieren. Kannst du nachlesen. Es hat mit der Gesellschaft, mit der oder zum jetzigen Zeitpunkt hat es keine Bedeutung. Ich stelle die Frage, wenn heute 80% sagen, wir sind nicht für die Scharia, ja, und 55% Moslem sind es dann immer noch nicht für die Scharia. Die hat nicht mit dem Koran insofern zu tun. Aber mit dem Islam. Mit der politischen und gesetzlichen Auslegung. Und wie du auch gesehen hast, wie er vorher gesagt hat, und je nachdem, woher dass die Moslems kommen, sind sie quasi mit der Scharia aufgewachsen oder eben auch nicht. Ja, also eine grundsätzliche, unverständliche Kritik an all den heiligen Büchern. Bibel, Koran, Sprecher. Warum kann ein Allah oder ein Gott nicht so formulieren, dass es klar ist? Dass man nicht bloß jetzt diskutieren, man kann es dann interpretieren, man kann es dann er könnte wahrscheinlich nämlich da, wenn es ihm geht. Also Allah oder Gott ist ja Allah. Wir haben einen Gott. Sie sind gar nicht original zitiert, sie sind ja alle 100 Jahre später aufgeschrieben worden. Das ist schon Interpretation. Gedanken vom Schreiber, nicht vom Wir haben ein Update gebraucht. und wieso braucht ein Gott jetzt beim Islam einen Wüstenräuber quasi zu seiner Religion verbreiten? Ein Wüstenräuber? Wenn ich jetzt über die anderen Propheten anfrage, zum Teil sind sie so schneller gewesen.
Das macht es nicht besser. Das ist vielleicht ein anderer Punkt, der aber auch mit dem Koran zusammenhängt. Wir haben vorher kurz gezeigt, ein wesentliches Element von unserer Gesellschaft ist die Glaubensfreiheit. Und im Koran steht, dass es verboten ist, ja, dass man, wenn man als Mohammedaner geboren wird, dass man sich trennt von der Religion. Wie weit ist das für dich jetzt aussagosamt quasi? Also, das ist doch im Koran, also quasi festgeschrieben. Ja, ja, nein, es ist so. Es gibt ja auch eine andere Sura. Jetzt komme ich auf deine Interpretation. Das Kind, das in der Familie aufwächst, das christlich konnotiert ist, irgendwann ist das Kind, sagt er, Atheist. Aber grundsätzlich bin ich da nicht mehr als Christ. Von der Kultur her? Ja. Aber von der Kultur her? Ja, auch nein. Ja. Unsere Kultur hat schon lange die religiöse Wurzel überwunden. Ja, ja, genau. Im Koran ist es so. Das ist korrekt, was du sagst. Aber wo steht das genau? In der Bibel ist es genau gleich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, im Vers genau, aber in der Bibel hast du es genau gleich. Ja, in der Bibel hast du genau das Gleiche. Also, die Frage ist jetzt einfach. Ja, richtig, genau. Das ist ein ziemlich machbar. Die Frage ist jetzt einfach, es ist, muss es wirklich das Buch sein, wo man kriegt. Ich als Mensch, wie wird die vertreten? Oder ist es einfach ein Problem? Ja. Ich glaube, ich kann die Frage für dich umformulieren. Okay. Hättest du ein Problem, wenn eines von deinen Kindern eines Tages kommt und sagt, ich bin jetzt kein Muslim mehr, ich glaube nicht an einen Gott, ich bin Atheist? Dann ist ein ganz konkretes Beispiel. Ah! Ich bin einer von meinen Auffassern, der islamisch orientiert ist. Wir als Kinder, ja. Wir wissen gerade Koran. Ich habe schon die Bibel gelesen und später noch mehr die Bibel, das Alte Testament. Und daher, wie ich das auch interessiert hat. Nichtsdestotrotz, wir sind drei Kinder gewesen. Ich, die Schwester und meine Mutter. Ich bin das, was ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Meine Schwester ist für einen Katholik. Vielen Dank. Vor Jahren, nachdem sie geheiratet hat, ist sie auch Katholik. Wie haben sie nicht besucht? Okay. Darum sage ich. Ja, also es ist möglich, oder? Ja, natürlich. Je nach Land. Je nachdem, wie man umfassend ist. Und das andere, was Sie vorhin noch gesagt haben, oder? Da habe ich natürlich auch mal eine Zuschrift bekommen, wo einer sich beschwert hat. Er ist zu Kirchen ausgetreten, zu katholischen, und dann hat er einen Brief bekommen. Wir nehmen da Ihren Austritt zur Kenntnis, oder? Wir machen Sie aber darauf aufmerksam, als taufte Katholik sind Sie nach wie vor Christen. Jawohl. Und jetzt, und aus dem Grund gibt es auf atheismus.ch ein Enttaufungsritual, ein Entislamisierungsritual, ein Entnazifizierungs- und ein Entjudifizierungsritual, dass man dem einfach auch kann mit einem Fokus entgegenwirken. Also, meine Schwester ist noch immer Katholik, sie ist jetzt auch Katholikin geworden. Mein Bruder ist mit einer Schweizerin zusammen, ursprünglich aus Griechenland. Genau. Orthodox. Also, sie sind beide momentan noch gemischt. Genau. Jetzt haben wir wieder die unterschiedlichen Ausprägungen, oder? Das ist jetzt endlich der Islam vom Balkan. Wenn es saudi-arabische oder katholische Islam ist, ganz anders. Also kannst du das nicht bringen. Nein, richtig. Was haben wir aus Syrien zu erwarten? Ganz genau. Was ist jetzt mein Nachtrag? Genau. Seit dem Ende, also seit gestern, bis mit morgen ist eigentlich beide uns. Als Beispiel. Ich komme so viel Glückwünsche, nicht nur von Moslems, sondern auch von Katholiken.
Also, das Beispiel, das du jetzt aus der Familie erzählt hast, das ist ein Musterbeispiel von Toleranz auch in religiöser Hinsicht. Und das ist eigentlich auch das, was wir vertreten. Es darf jede seine Religion leben, wenn er aber toleriert, dass es andere gibt, wo es ein anderes Leben hat. Mohammed im Koran sagt selbst sehr viel Toleranz. Und er zu den Jungen sprechen. Das sind unsere Brüder. Er meint den Koran. Ihr meint die Sorge. Das gibt es so in den Koran. Und dann denkt ihr um, sondern schaut auf uns, auf eure Brüder. Das ist so ein Ding, zum Beispiel, ich denke, das ist eine, wahrscheinlich eine Interpretation auch. Und vielleicht war es auch so. Aber ich denke zum Beispiel, als selbstständig denkender Mensch, würde ich mich jetzt von einer Figur wie Jesus oder Mohammed unabhängig machen, wenn ich sehe, dass das Zusammenleben in einer solchen Form besser ist, gewaltarmer ist, dann ist mir egal, was Mohammed sagt oder nicht. Das heißt, ich werde dann zu einem Individuum, was selbst entscheidet, was eigene Moral entwickeln kann, um mit dem Risiko einen Fehler zu machen. Mit dem Risiko. Und wenn mir jemand von oben sagt, tu das, lass jenes, mach dieses, dann habe ich zwar eine gefühlte Sicherheit, aber auch einen Mohammed, das ist jetzt meine Behauptung, und auch an Jesus, haben auch geirrt. Das ist eine gute Frage, wenn man den Erik von Dedekind fragen würde. Ja, klar. Aber Beispiel Jesus sprach ganz klar von der Wiederkunft. Er sah sich als Beauftragter und Generationen haben auf seine Wiederkunft gewartet. Er kam nicht. Also, das steht auch im Koran. Punkt. Genau. Jetzt die Frage, also auch große Männer und Frauen können irren. Und das ist ein Punkt, der ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Auch, man kann ja die Dinge benennen, die gut gelaufen sind, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch denke ich, so vom Thema Individualität, dass ich selber denke, unabhängig von einer Überfigur. Genau, also ich selbst, ich habe doch einiges gelesen. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was wäre die Menschheit ohne Glauben? Wäre sie viel fortgeschrittener oder wäre sie gar nicht mehr wert? Ich glaube, das können wir jetzt heute kaum beantworten. Aber wir können vielleicht einmal ein Themenabend zu dem Thema machen. Peter? Zu der Toleranz würde ich geschwind einen Vers, eine Sura lesen, aus dem 9. Sura 28, Schwertvers. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Grad glauben und die das nicht für verboten erklären, was Allah und sein Gesandter für verboten erklärt haben. Und die nicht den wahren Glauben folgen von denen, die Schrift erhalten haben, bis sie eigenhändig den Tribut in voller Unterwerfung entrichten. Jetzt bin ich nicht sicher, ob man das noch interpretieren kann. Lies ein paar Sätze vorher noch. Wo soll ich anfangen? Das ist 28. Ja, 28. Oh, ihr, die ihr glaubt, wahrlich, die Götzendiener sind unrein. Darum dürfen sie sich nach diesem Jahr der heiligen Moschee nicht nähern. Und falls ihr Armut befürchtet, so wird euch Allah gewiss aus seiner Fülle reich machen. Er will wahrlich, Allah ist allwissend. Und was schreibt in der Bibel? Ich finde jetzt keine Frage, ich vertrete die Bibel. Ja, das stimmt. Ja, das ist ich habe dort in der Grundüberlegung, jetzt für mich beispielsweise, oder? Koran, Bibel, dasselbe. Da stehen gute und schlechte Sachen drin. Wenn ich mit meinem heutigen Wissen, mit meinem heutigen Verstand, mit meinem, wir haben eine Aneignung aufgrund von der Gesetzgebung, von der Aufklärung und so weiter, muss ich entscheiden, was das Gute und Schlechte ist. Jetzt kann das eine Grundlage sein für meine Ethik. Punkt.
Und darum ist es beide Themen, sowohl Koran und Bibel, ist für mich als Grundlage von der Ethik null wert. Ja. Dann habe ich andere Sachen, wie es Philosophen und so weiter. Und so weiter. Und das ist für mich auch, sagen wir jetzt, ein Kernpunkt, wieso ich Atheist bin. Ja. Weil ich einfach kann sagen, weder Bibel noch Koran kann für mich Basis von der Ethik sein. Ja. Weil ich muss ja in meinem heutigen Verstand entscheiden, was ist gut und schlecht da drin. Jetzt frage ich jemanden, der strenggläubig ist, egal ob jetzt Christ oder Muslim. Genau. Ich werde dir genau das Gleiche beantworten, unabhängig voneinander. Wenn er gesagt hat, nein. Also selber muss denken und dann kann man... Nein, Sie, jede Predigt, jedes Wort zum Sonntag, holt ja, es kommt immer wieder, und zwar schöne Beispiel, und jetzt sage ich ja, der und dann holt es ja dann einen Bezug aus der Bibel, jetzt im Wort zum Sonntag, in einem älteren Verband, und ich beziehe ja im Prinzip, dass ja die Ethik, also die guten Sachen ja schon nicht rauskommen, aber Sie tun natürlich im Prinzip eben differenzieren aufgrund des Wissens von heute. Und darum ist das für mich, sage ich jetzt ein bisschen böse, verlogen. Sie lassen sehr selektiv. Sie lassen sehr selektiv, holen diese Sachen raus. Aber dann kann das nicht die Grundlage sein von der Ethik, wenn ich ja aufgrund vom heutigen Wissen, vom heutigen Verstehen, von der heutigen Rechtsempfinden, muss selektieren, was gut ist da drin. Und das gehört nicht beispielsweise zum Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag hat vielleicht nicht die gute Themen, aber ich muss sagen, von der Grundidee verhebt es. Aber wenn ich dann sehe, aha, jetzt nehmen Sie wieder einen Bezug aus der Bibel, muss ich sagen, Entschuldigung, das verhebt nicht. Das verhebt nicht. Ich kann den Gedanken noch vielleicht noch weiterführen. Oder? Wenn du den Koran nimmst, dann kann aus dem Koran etwas rauskommen mit dem Vier, oder, wo wir, denke ich, absolut in Ordnung finden. Und gut, dann können wir mit ihm leben. Es kann aber auch ein Yes daraus rauskommen. Aus dem gleichen Buch. Ihr beide. Beziehen euch auf das gleiche Buch. Richtig. Also kann es nicht das Buch sein, wo man sich darauf bezieht. Genau. Sondern eben, das ist eigentlich das, was wir ja vertreten wollen. Es sind eigentlich unsere Werte. Und die sind in einer langen Geschichte sind die entstanden. Die sind ursprünglich vielleicht mal von den Griechen angedenkt worden. Ich nehme an, die haben ihre Vorläufer gehabt. Dann sind sie noch alles viel lang vergessen gegangen. Bei den Römern ist dann mehr die Zivilisation als Kultur im Vordergrund gestanden. Ist dann ein bisschen militärischer geworden. Dort hat dann das Christentum irgendwie wieder gut reingepasst, oder? Und wir können auch wieder als Staatsreligion auch zum Herrschen brauchen. Und dann ist es dann wieder zurückgekommen. Und dann hat sich das über 500 Jahre jetzt etwa wieder weiterentwickelt, oder? Und das ist das, wo wir eigentlich heute sind. Und eben, also aus heutiger Perspektive, von unseren Werken, die wir haben, ist es wirklich, wie du gesagt hast, irrelevant, was in der Bibel oder was in dem Koran steht. Das ist eigentlich das, oder? Vielleicht einmal zu. Das ist eigentlich das, oder, was bei uns Freidenker ein bisschen der Kern ist. Sicher. Aber ich denke, das ist eben genau gleich bei den Muslimen, die hier in der Schweiz leben. Da gibt es auch einen kleinen Teil, der wirklich strenggläubig ist. Und der grosse Haufen, sage ich jetzt einmal, ist wie bei den Christen, wissen eigentlich gar nicht. Sondern was dort drin steht, sie wissen nicht, was sie überhaupt sollen glauben als Muslim oder als Christen. Und es interessiert eigentlich nur Gemeinschaft, oder? Und was die Gemeinschaft liefert. Und darum ist es auch sicher so, dass man das nicht kann sagen, der Islam, aber von der Schrift her stimmt. Das ist korrekt. Aber dann sage ich einfach, dann mache ich wieder Vorwurf, ja, für die Sprecher, also sowohl der Moslem wie der Christen, dann betreibt die Religion ein bisschen als Folklore. Ja. Das ist tatsächlich. Das ist ja gut, also wir haben kein Problem damit. Nein, kein Problem. Wir haben aber dann eben ein Problem damit. Wir haben dann ein Problem damit, wenn man es wieder fundamentalistisch auffasst. Und das ist jetzt eben gerade zum Winterthur ja sehr stark passiert. Genau, und das Problem, du hast es vorhin angesprochen. Syrien. Ja. Das war ein Riesenfehler von Europa, dass sie Flüchtlinge aufgenommen hat, statt dass sie vor Ort eingegriffen hat. Das ist ein Riesenfehler. Ja, jetzt ist gut, in Europa geschult. Hätten sie so militärisch vor Ort eingegriffen? Ja. Ich meine, das ist etwas, was man nicht wirklich vertreten. Ein Fehler. Insofern ist es besser, vor Ort zu helfen, einzugreifen, als jetzt die Flüchtlinge. Das ist eine ziemlich komplexe Situation. Wer heisst, wen? Wer ist mit den Islam? Das ist bei den Negern auch so. So ist da ein Neger. Ja, aber statt. Ja, aber das Geld, das man jetzt investiert in den Flüchtlingen,
Und also, wenn man nach der Kausalkette von Problemen fragt, jetzt könnte ich zum Beispiel genauso sagen, Assad ist ja ein Diktator. Warum haben sich die Syrer unter Assad als Volk vermehrt? Du könntest ja sagen, Assad ist ein Diktator, ich setze keine Kinder mehr in die Welt und gebe dem meine Kinder. Ich sage nur, wo wollen wir die Kausalkette für ein Problem ansetzen? Wir können unendlich diskutieren. Amerikaner, klar, alle sind irgendwo schuld und keiner ist schuld. Es ist Fischen im Trüben, es gibt keinen Haken. Ich gebe Ihnen dann sind nicht unter diesen Bürgerungspolitiken, die da aufhören, oder? Aber es ist schon so, aus meiner Sicht, ein falsches Verständnis von humanitäre Hilfe. Ja. Wir haben nicht mit Leute und Organisationen, haben Chef auf dem Mittelmeer, die fahren quasi vor der Küste ab, ob jetzt nicht noch irgendwas Schlupfgold hat, oder? Mit Leuten, die reden mit ihr. Und damit tun wir aber nicht die Flüchtlinge helfen, sondern die schleppen. Natürlich. Das ist gerne das System, und das hat der Außenminister von Österreich vielleicht gehabt. Und er hat gesagt, wir dürfen die Leute nicht auch noch holen. Jetzt sehen wir es, sie ziehen, sie sind ungefähr jetzt meistens 10.000 und so. Natürlich. Also für die Schlepper heisst das. Ich habe es nicht zugeschickt, ich komme vor, drei Meter Zone, gut, dass sie wieder umkehren. Ja, also für die Schlepper heisst das eigentlich, sie müssen nur auf ein halbwegs untaugliches Boot tun und dann in die Nähe von einem europäischen Schiff schieben. Ja, logisch. Und dann ist ihre Schuldigkeit da. Dann werden sie rausgefischt. Und die Möglichkeit, auf Europa zu kommen, heisst natürlich dann die ganzen Ströme wieder an. Also es ist extrem schwierig, das Richtige zu machen. Das ist korrekt. Ich habe dann ein kurzes Video, es wird länger, ich glaube 8 Minuten, ich zeige es nur 2-3 Minuten, dass ich es einfach höre. Ach, voll kapissbar. Ja. Verstehe. Also. Was ist es? Ein Video. Ah, ja. Er kommt genau auf den Punkt. Ja. Auf seine Art. Also die es noch nicht gehört haben. Die Freiheit, sie erinnert sich, Afghanistan war auch von den bösen Russen besetzt. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus, wer kann das für uns machen? Da haben wir wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, du bist doch unser Mann. Du bist gläubiger Moslem, wir sind gläubiger Christen, wir bekämpfen die gottlosen Russen gemeinsam. Osama Bin Laden ist finanziert worden, der ist ausgerüstet worden. Das waren keine afghanischen Freiheitskämpfer, die gegen die Russen gekämpft haben, zumindest nicht größtenteils. Diese Mujahedin sind eine Erfindung der Amerikaner. Die Amerikaner haben 100.000 Söldner, fanatische junge Moslems, in den arabischen Ländern angeworben, zum Teil in amerikanischen Terrorcamps ausgebildet und trainiert und dann nach Afghanistan gebracht und da haben die gegen die bösen Russen gekämpft. 10 Jahre lang hat Osama Bin Laden gegen die Russen, die Zahlen schwanken zwischen 15.000 und 50.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren doch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, jetzt müssen Sie mir nochmal helfen. Ein Land ist besetzt. Und eine fanatische Splittergruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik hätten die Russen einfach nur in Washington Regierungsmitglieder liquidieren müssen, um den afghanischen Rebellen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Die Amerikaner haben gesagt, super Job, euer Land sieht scheiße aus, das stimmt, aber ist ja euer Land. Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Seit der Zeit sterben jeden Tag 10 afghanische Zivilisten, die auf der Landmine treten. 10 am Tag, 3.650 im Jahr. Wo ist da die jährliche Gedenkfeier? Können Sie im Fernsehen nicht rüberbringen, kann ich Ihnen gleich sagen. World Trade Center, genial! 2 Türme, 2 Flugzeuge, patsch, patsch, alle sind entsetzt. Das ist ein Sekundenbruchteil gezeigt. Bis Sie gezeigt haben, wie 3.000 Afghanen auf der Landmine gelatscht sind. Da haben die Leute umgeschaltet, das ist doch langweilig. Hol mal ein Bier, was soll das jetzt? Als die Mujahedin Osama Bin Ladens, ihre Schwester, den Tschetschenien auch noch. Du kannst mir nachher den Link schicken, dann tun wir den Link auch aufnehmen. Dann könnt ihr nachher das ganze Video mal in Ruhe schauen. Tönt interessant. In dem Punkt sind wir uns aber absolut einig. Also, wir haben jetzt keine Differenz. Aber das ist. Es ist ein Ansichtssache. Genau, aber es ist eine Ansichtssache. Zum Beispiel jemand, eben strenggläubig oder nicht strenggläubig.
Ich habe mit vielen Jugendlichen zu tun gehabt, die sich wirklich radikalisiert haben. Und ich muss sagen, das Verständnis von dieser Kirchenfürst, die sie haben, als Beispiel jetzt, von dem Islam, wo sie dahinter stehen, ich finde das unverständlich. Wenn man jetzt alles mal ableitet, und es langsam mal analysiert. Es ist jetzt böse von mir, das zu sagen, aber es ist eine Tatsache. Pro Tag sterben dort 20, 30, 40 Leute pro Tag. Mal abgesehen vom Kind, das erste Kind. Jetzt. Stellen Sie sich vor, was passiert da in Europa? Von denen, die jetzt am Sterben sind. Weißt du, was das Problem liegt? Wenn du radikalisierst, dann machen wir das gleich oder noch schlimmer. Richtig, ja. Weißt du, was das Problem liegt? Ja. Viele von denen, die da sich radikalisieren, zum Beispiel der Emir von Winterthur, das sind keine ursprünglichen Muslime, das war ein Italiener. Also, die Leute, und das ist genau das Problem von der Religion und auch das Problem von der Religion, weil man dann eben so kommunitaristisch ausgerichtet ist, ist, dass man sich plötzlich über Sachen aufregt, die einem eigentlich direkt gar nicht betreffen. Ein anderer wichtiger Punkt, glaube ich, ist eben auch noch, den ich sehe im Islam, auch als Problem sehe, ist, wieder zurück zum Individualismus, und es fehlt häufig, und du hast es auch gesagt, es braucht eine Führungsfigur, es fehlt häufig die Fähigkeit von den Leuten, von den Moslems, dass sie können selber an ihrer Zukunft arbeiten. Die Türkei hat den Schritt in die Moderne nur geschafft, dank dem Atatürk, der jetzt verheiligt wird, fast wie ein Gott. Genau. Oder? Man hat, in Saudi-Arabien hat man starke Führungspersönlichkeiten. Du redest von Moscheen, aber eigentlich, es braucht doch keine Führungspersönlichkeiten. Was wir Leute brauchen, sind ein Haufen Leute, die denken. Wieso fehlt das im Islam? Nimm mal in dem Sinne zwei Philosophen. Als Beispiel. Zehn Philosophen in dem Zimmer. Kannst du dir vorstellen, was passiert? Acht von denen werden es vielleicht einig sein. Die zwei werden sich gegenseitig versuchen, das brechen, was der andere sagt. Nur der Vorteil von der Philosophie ist, dass sie nicht die absolute Wahrheit verbringen. Genau, das ist richtig. Ja. Ich würde mir noch bescheiden. Was soll ich dir vorstellen? Wie liest ein Muslim den Koran? Wie liest ein Muslim den Koran? Geht er da von Sura zu Sura durch? Oder liest er gewisse Sachen daraus raus? Oder wie liest ein gläubiger Muslim, wenn er überhaupt den Koran ist? Ja. Liest er ihn und wie geht er das Buch an? Weil es ist noch nicht ganz einfach. Richtig. Also, einerseits von rechts nach links. Man fällt ganz hinten an. Liest jeder Muslim zwingend den Koran? Nein. Also, wenn man möchte den Koran als solches will lesen und verstehen, dann nur Arabisch kennen. Alles andere ist reine Übersetzung. Das ist kein Koran. Der heilige Koran ist auf Arabisch geschrieben. Er kann fast nicht sein, dass selbst in einer nicht guten Übersetzung das Gegenteil rauskommt von dem, was drinnen steht. Die arabische Sprache ist sehr komplex. Die arabische Sprache ist sehr komplex. Ich muss ja anders fragen. Wie liest einer den Koran, der nicht arabisch ist? Das ist eine gute Frage. Also, kannst du Arabisch? Nein. Es gibt. Aber was holst denn du aus dem Koran raus, wenn du die Übersetzung im Es gibt diverse Übersetzer von diesen Koran. Mittlerweile gibt es sehr gute Übersetzungen, die auch zeitentsprechend sind, die auch verständnisvoll sind. So interpretiert worden sind, dass man es auch versteht. Eine Übersetzung ist nie zu 100%. Wie soll genau? Jetzt. Und auch dann, wo man Arabisch kann, dann ist es auf Arabisch. Ein Türk, wo man Arabisch kann, dann ist es auf Türkisch. Und so weiter. Und der größte Teil bringt der Imam ein Bild, was im Koran steht. Es ist eben eigentlich auch wieder bei den Katholiken. Ja. Ich schlage vor, wir haben jetzt 9.
dass wir langsam zu einem Abschluss kommen. Ich glaube, Plärin, oder ich hoffe, du bist nicht zum letzten Mal bei uns gewesen. Nein, es ist ein sehr spannend. Ich werde dich sicher gerne wieder mal einladen, zu diskutieren. Es ist spannend. Genau, ich mache eine abschließende Fragerunde und dann nachher, denke ich, kommen wir langsam zum Ende. Wenn du noch 3 Minuten Zeit hast, ich würde noch ein bisschen zu den Lesenbriefen im Wahlbot Schluss. Kann ich nachher machen, ja. Gibt es noch Fragen zum Thema? wo innerhalb von 5 Minuten Platz haben. Also, ja, jetzt meint, du hast jetzt die Individualität ein bisschen auf das Podest gekommen. Aber du kannst Individualität im Leben, wenn du nicht in einer Gemeinschaft integriert bist. Die Frage ist eigentlich, was ist der höchste Wert? Das Wohl vom Individuum oder das Wohl von der Nation, von der islamischen Gemeinschaft oder irgendwas? Sobald du irgendeine Gemeinschaft oder von der Familie auch kannst sein, oder? Sobald du das Wohl von der Gemeinschaft über das Wohl vom Individuum stellst, dann fängst du nachher an, Leute zu terrorisieren, weil du das Gefühl hast, es sei gut fürs Ganze. Aber ja, es braucht natürlich Gemeinschaft. Aber man darf nicht Einzelne nachher unterdrücken zum Wohl von irgendeiner Gemeinschaft. Gut. Vielleicht noch von meiner Seite schon abschließen. Ich hoffe, ihr habt ein falsches Bild von mir. Ich habe das jetzt mal auf diese Seite mal ein aufzeigen, wie es ist. Genau. Grundsätzlich haben wir, also der Islam und der Christentum sehr viel Gemeinsames. Hat mehr Gemeinsamkeiten als umgekehrt. Einfach als Information. Das wüsste man. Schlussendlich ist es so, es geht darum, um besser zusammenleben. Und für eine bessere Zukunft für alle. Und wenn man uns absplittert, hat niemand etwas davon. Wenn wir gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen und schauen, egal was für eine Lebensrichtung das der andere oder die eine hat, der Mensch ist das, was zählt. Und dass das ein rechter Fleck da schlägt in dem Sinne. Das ist das, was wichtig ist. Und ich als Moslem, als SP-Politiker, der zum Teil auch heikel gegen die eine Moschee oder gegen Leute etwas sagt, auch in den Medien, das ist auch so gemeint und das ist effektiv das, was ich auch davon halte. Es gibt Sachen, die wir besser machen können. Und für das braucht es nicht nur Politik, sondern es braucht auch Gesellschaft mitzuziehen. Das ist ein wichtiger Faktor. Und wenn man dann immer sich gegenseitig den Grenz schlägt und schaut, was für Kompromisse es da gibt und in einer grösseren Spalte dazwischen gibt, ist es für keinen gut. Genau. Und je früher dass man mit solchen Sachen konfrontiert wird, die man nicht kennt, als Beispiel jetzt Islam zum Beispiel, vor allem bei den Kindern, weil ich finde es schade, dass die Leute, die konvertieren, sehr schnell tendieren zum Extremismus. Mhm. Wenn die Leute von Anfang an gewusst hätten, was der Islam heisst und was der Islam bedeutet, von jemandem, der versteht und das auch entsprechend auch in der Schule aufzeigt, von Anfang an. Nicht nur in der Islam, sondern alle Lebensrichtungen interpretieren. Genau. Ja, nicht ganz. Theoretisch ja. Richtig. Bis zu einem gewissen Grad. Aber man könnte da viel mehr rausholen. Ich nehme als Beispiel Wil. Oder? Der Imam geht in die Kirche und umgekehrt. Also die Kinder werden dementsprechend, wo Islam in die Schule geht, also Koranschule gehen, wird der Imam und der Pfarrer tun sich duschen. Das ist sehr interessant, auch sehr gut gemacht von denen. Unsere Bedenken sind halt diesbezüglich auch, dass dann wieder die Religiösen unter sich bleiben. Also ein Grossteil von der Schweizer ist jetzt halt einmal nicht religiös. Und ich denke, das muss sich da eben dann auch wieder mitspiegeln. Also zur Gemeinschaft gehört nicht nur, ist man jetzt christlich oder islamisch, sondern es gibt eben einen ganzen Haufen Leute, die kirchenfern sind oder halt wirklich bekennende Atheisten. Umfragen zum Beispiel von 20 Minuten mal veröffentlicht hat, haben gezeigt, dass etwa 60% glauben, nicht an einen Gott glauben. Also, von dem her ist es bedeutend und gehört eben in Dialog auch unbedingt einbezogen. Das ist es. Gut.
dann, ich denke, tun wir das Thema da, oder hast du etwas wollen sagen? Tun wir das Thema da abschliessen. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Wir haben, dank auch der Silvia, haben wir so ein Freidenker-Quartett entwickelt. Okay. Möchte dir auch gerne eins mitgeben. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dass wir können sie allenfalls auch mal in einer Moschee führen, weißt? Es ist ein Quartett, du tust, spielst miteinander, es geht nicht darum, irgendwie wer gönnt, sondern es geht eigentlich darum, gute Diskussionen anzuregen. Es hat auf jedem Blatt hat's eine Frage, dann hat es 8 Themengruppen, so je 4 Fragen, wo man sich dann gegenseitig stellt und dann muss man die Frage beantworten, wenn man die Karten überkommt. Also wenn das Treffen zustande kommt, muss ich und Kühler, wird das die das Spiel machen werden. Was meinst du? Wenn das der Zeitpunkt kommt, dass sich die Moschee und die Kirche an den runden Tisch zusammenkommen, ja. Die werden dann nicht einfach. Also wir haben noch einige Exemplare, die können bei uns gezogen werden. Dann machen wir natürlich gerne eine Kooperation. Ich denke, das ist ja durchaus in unserem Sinn, dass man das Denken fördert. Dann danke ich dir recht herzlich fürs Kommen. Danke euch. Danke dir. Voilà, genau. Jetzt haben wir da... Vielen Dank. Vielen Dank. Und vielen Dank. Danke für uns. Es ist nicht so, dass ich dir keine Flasche mehr dir möchte. Ich bin wieder ausgegangen, dass du als guter Mann keine Flasche mitnehmen darfst. Darfst du eine mitnehmen? Darfst du machen? Genau, danke für uns. Kannst du etwas damit anfangen? Ah, danke. Plerin, kannst du etwas damit anfangen? Ja, sicher. Dann gebe ich sie dir gerne mit. Sicher. Gut, vielen Dank.